Shayla nimmt an einem Schönheitswettbewerb teil. Der nächste Catwalk ist in 30 Minuten. Shayla lässt ihre Sachen in der Umkleide und geht nach draußen, um zu telefonieren. Danach kommt sie zurück und sieht, dass jemand ihr Kostüm zerrissen hat. Shayla wird wütend und befragt ihre Rivalinnen. Millie sagt, ich wurde geschminkt, also saß ich bewegungslos auf dem Stuhl und ich konnte mich nicht umsehen. Chelsea sagt, ich war auf der Toilette, ich glaube, ich habe heute Mittag was Falsches gegessen. Und Bella sagt, ich war vor der Umkleide und habe Videos für meine Abonnenten aufgenommen. Wer lügt? Millie. Sie sagte, dass sie geschminkt wurde, aber warum hat sie das Make-up mit einer Gesichtsmaske ruiniert? Shayla öffnet eine Tür und steht gruseligen Ratten gegenüber. Sie rennt weg und verirrt sich im Keller. Shayla findet diese drei Türen, die zur Bühne führen. Aber hinter jeder Tür lauert eine Gefahr. Hinter der ersten Tür sind kaputte Kabel und eine Wasserpfütze. Hinter der zweiten Tür wartet ein Skorpion darauf, Shayla zu stechen. Und hinter der dritten befindet sich ein magisches Portal, das auf einen Berggipfel führt. Könnt ihr Shayla bei ihrer Entscheidung helfen? Sie sollte die erste Tür wählen. Dort ist genug Platz. Shayla kann unter den Kabeln hindurchfliegen. Sie betritt die Bühne und entdeckt im Saal drei komische Details. Könnt ihr sie auch sehen? Seht euch diese Frau näher an. Sie hält ihr Buch kopfüber. Dieser Musiker spielt auf einer Geige ohne Saiten und unter den Zuschauern befindet sich ein Panda. Shayla wird Schönheitskönigin. Sie bekommt eine Diamantkrone und einen Scheck. Sie geht in den Backstage-Bereich, aber plötzlich gehen alle Lichter für ein paar Sekunden aus. Als sie wieder angehen, merkt Shayla, dass jemand ihre Krone gestohlen hat. Sie befragt drei Rivalinnen. Zoe sagt, ich will deine billige Krone nicht, mein Vater ist Milliardär. Jasmin sagt, jemand hat mich im Dunkeln geschubst und mein Kleid zerrissen. Und Rachel sagt, du musst sie fallen gelassen haben, sieh nochmal nach. Wer hat die Krone gestohlen? Zoe. Sie ist unter ihrer Diamant-Halskette versteckt. Am nächsten Tag wacht Shayla in einer gruseligen Burg auf. Eine böse Hexe hat sie in einen Affen verwandelt. Um die schwarze Magie zu brechen, muss Shayla einen Zauber verwenden. Aber das Zauberbuch ist in einer Box eingeschlossen. Für das Schloss braucht sie einen Code mit 6 Ziffern. Könnt ihr ihr helfen, die Box zu öffnen? Auf dem Regal über der Box stehen 6 Kerzen. Auf jeder Kerze befindet sich eine bestimmte Anzahl von Punkten. Also ist der Code 243621. In Shaylas Nachbarschaft gibt es 4 große Häuser. Alle 4 stehen in einer Reihe und haben verschiedene Farben. Rot, Grün, Weiß und Blau. Frau Jones' Haus ist irgendwo links vom grünen Haus. Das dritte Haus in der Reihe ist weiß. Frau Snake besitzt ein rotes Haus. Und Frau Crystal lebt nicht an einem Ende der Reihe, aber irgendwo rechts vom blauen Haus. Frau Dylan hingegen lebt im 4. Haus. Und das erste Haus ist nicht rot. Könnt ihr herausfinden, wo jede Person lebt und welche Farbe ihre Häuser haben? Aus den Hinweisen ergibt sich, dass das erste und dritte Haus nicht rot sein können. Frau Dylan lebt im 4. Haus, daher kann Frau Snake, deren Haus rot ist, nur im 2. Haus leben. Weil Frau Crystal nicht an einem Ende der Reihe lebt, muss sie im 3. Haus wohnen, das weiß ist. Frau Jones' Haus ist irgendwo links vom grünen Haus, was bedeutet, dass sie im 4. Haus wohnt. Frau Dylan lebt dementsprechend im 1. Haus und es ist blau. Könnt ihr den falschen Lehrer erkennen?
Der Typ links ist kein echter Lehrer, er ist Schauspieler. Seht näher hin, oben am Bildschirm befindet sich ein Rack-Aufnahmesymbol. Zwei Freunde möchten einen Fluss überqueren. Der einzige Weg zur anderen Seite ist ein Boot. Aber das Boot hat nur Platz für eine Person. Das Boot kann nicht alleine zurückschwimmen und es gibt keine Seile oder anderen Tricks. Trotzdem können beide Freunde den Fluss mit dem Boot überqueren. Wie ist das möglich? Die beiden stehen auf gegenüberliegenden Flussseiten. Josh und Bob sind Zwillinge. Josh lebt mit seiner Frau und Bob lebt allein. Könnt ihr erraten, wer Josh ist? Der erste Mann. In seinem Bad stehen zwei Zahnbürsten, bei Bob nur eine. An dieser Party nimmt ein Zeitreisender teil. Könnt ihr die Person entdecken? Die Schuhe dieser Dame sehen zu altmodisch aus. Chuck betritt ein gruseliges Gebäude, in dem er ein Vorstellungsgespräch haben soll. Plötzlich schließt jemand die Tür ab und Chuck ist eingesperrt. Er wandert ein wenig herum und findet diese vier Türen. Außerdem findet er eine Notiz. Nur Tür 3 führt zum Vorstellungsgespräch. Die übrigen Türen führen in ein schwarzes Loch. Viel Glück. Könnt ihr Chuck helfen, die richtige Tür zu wählen? Die Symbole auf den Türen sind eigentlich Nummern. Deshalb sollte Chuck durch diese Tür gehen. Ich rede mit dir, du redest mit mir, du hältst mich jeden Tag. Trotzdem kann ich dich nicht riechen. Was bin ich? Ich bin dein Handy. Ein Mann und eine Frau unterhalten sich. Die Person mit schwarzen Haaren sagt: Ich bin ein Mann. Die Person mit blonden Haaren sagt: Ich bin eine Frau. Mindestens einer von ihnen lügt. Könnt ihr die Haarfarbe aller Personen erraten? Wenn einer gelogen hat, wären beide Personen Männer oder Frauen. Deshalb haben sie beide gelogen. Das bedeutet, dass die Frau schwarzhaarig ist und der Mann blond. Was stimmt mit diesem Bild nicht? Es ist keine Milch in der Kanne. Fällt euch in diesem Bild irgendetwas Komisches auf? Die Reflexion ist nicht spiegelverkehrt. Könnt ihr einen Vampir finden? Dieser Typ hier. Fiona ist eine junge Hexe. In einem Spukschloss findet sie diese vier Portale. Fiona wählt eins von ihnen und tritt hindurch. Aus dem ersten Portal sind Stadtgeräusche zu hören. Aus dem zweiten ertönen Wellengeräusche. Aus dem dritten hört ihr Blättergerasche. Und aus dem vierten kommt Glockengeläut. Durch welches Portal ist Fiona gegangen? Fionas dreckige Fußabdrücke führen zum dritten Portal. Die verschiedenen Geräusche sind egal. Das könnte einfach ein Zaubertrick sein. Billy steht auf dem Dach eines Wolkenkratzers, der gleich einstürzt. Oh-oh. Der einzige Fluchtweg ist einer dieser vier Aufzüge. Im ersten Aufzug versteckt sich ein Werwolf. Wenn Billy den zweiten Aufzug wählt, fällt er 100 Meter in die Tiefe. Der dritte Aufzug ist voller giftiger Schlangen und im vierten Aufzug warten mutierte Skorpione auf Billy. Mit nur einem Stich würde er für immer einschlafen. Oh-oh. Welchen Aufzug sollte Billy wählen?
den ersten. Seht euch den Himmel an, es ist kein Vollmond, also ist der Werwolf harmlos. Rachel trifft drei ihrer alten Schulfreunde auf dem Parkplatz. Alle drei wollen sie beeindrucken, also diskutieren sie über ihre neuen Autos. Melanie sagt, mein Auto sollte einzigartig sein, also habe ich dieses gekauft. Peter sagt, weil ich Anfänger bin, habe ich den günstigsten Gebrauchtwagen gekauft. Und Samantha sagt, ich habe ein großes Auto gekauft, weil ich eine große Familie habe, dementsprechend also... Rachel erkennt den Lügner sofort. Und ihr? Es ist Teddy, Samantha. Ihr Schlüssel passt nicht zu dem Logo auf dem Auto. Herr Robinson ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Eines Morgens hatte er eine Idee. Später am Tag lud er zwei seiner besten Manager in sein Büro ein, um diesen Durchbruch zu besprechen. Welcher dieser Männer ist Herr Robinson? Es ist der Mann auf der rechten Seite. Seine Anzugsjacke liegt auf dem Stuhl des Chefs. Tildas Mutter hat 7 Töchter. Die Namen ihrer 6 Töchter sind Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Kannst du den Namen der 7. Tochter erraten? Richtig, es ist Tilda. Frau Sally hat ihre Lieblingsschokokekse für eine Wohltätigkeitsveranstaltung gebacken. Sie ließ sie auf dem Küchentisch liegen und ging in den Garten. Als sie zurückkam, waren alle Kekse aufgegessen. Oh nein. Frau Sally wurde sehr verärgert und befragte ihre 3 Kinder. Ihr ältester Sohn David sagte, dass er die Kekse nicht gegessen hatte, weil er den ganzen Tag im Garten verbracht hatte. Ihre mittlere Tochter Sabine wischte sich ein paar Krümel aus dem Gesicht und sagte, sie hätte gerade ein Sandwich gegessen. Die jüngste Tochter Sarah sagte, sie esse keine Süßigkeiten, weil sie auf Diät sei. Frau Sally wusste genau, wer gelogen hatte. Hast du es auch herausgefunden? Es war David. Frau Sally war im Garten, als jemand die Kekse aß. Wenn sie David dort gesehen hätte, würde er nicht zu den Verdächtigen gehören. Schau dir das Bild an. Kannst du den Stern finden, der nicht dazu passt? Der Stern, der anders ist, ist der in der linken Ecke. Die Mitte dieses Sterns ist kleiner als die der anderen. Der Lieferjunge Robert betrat einen Juwelier, um eine teure Diamantkette für seinen Chef abzuholen. Die Verkäuferin Daphne nahm die Halskette aus dem Tresor und wollte sie gerade in eine Schachtel packen. Doch plötzlich gingen im ganzen Laden die Lichter aus. Als die Lichter ein paar Sekunden später wieder angingen, war die Halskette verschwunden. Der Alarm ging los und die Türen des Ladens knallten zu. Nur Robert, Daphne und eine andere Kundin namens Vicky blieben zurück. Die Polizei kam und befragte sie alle. Robert sagte, er hätte nichts gesehen. Daphne sagte, sie hätte gespürt, wie jemand sie im Dunkeln schubste. Sie müssen die Box genommen haben. Und Vicky behauptete, sie hätte in der gegenüberliegenden Ecke des Ladens Ringe für ihre bevorstehende Hochzeit ausgesucht. Die Detektive wussten sofort, wer der Räuber war. Du auch? Vicky hat die Halskette gestohlen. Sie trägt bereits einen Ehering an ihrem Finger. Kitty war im Wald unterwegs und hat sich verlaufen. An einer Stelle traf sie einen magischen Fuchs. Der Fuchs sagte, wenn du mein Rätsel löst, helfe ich dir, deinen Weg nach Hause zu finden. Aber wenn du es nicht tust, wirst du dich in einen Fuchs verwandeln und hier bei mir bleiben. Wenn du es hast, willst du es teilen. Aber wenn du es teilst, hast du es nicht. Was ist es? Kitty kehrte in der Nacht nach Hause zurück. Was hat sie dem Fuchs gesagt? Es ist ein Geheimnis. Wenn du ein Geheimnis teilst, kannst du es nicht mehr für dich behalten.
Schau dir das Bild an. Wie viele Quadrate siehst du? A. 10, B. 5, C. 3, D. 6. Du hast recht, es sind 10 Quadrate. Du sollst alle Farben zählen. Stefan hatte einen Traum, ein erfolgreicher Geologe zu werden und die Welt zu bereisen. Deshalb hat er einen sehr schwierigen Test absolviert und alle Fragen richtig beantwortet. Professor Schmidt sagte, er hätte noch eine letzte Frage für Stefan. Wenn er sie richtig beantwortete, würde er in der folgenden Woche auf eine aufregende Bergexpedition gehen. Der Mount Everest wurde im Jahr 1852 entdeckt. Aber was war davor der höchste Berg der Welt? In der nächsten Woche war Stefan stolz mit seinen Kollegen in den Bergen unterwegs. Was hat er dem Professor gesagt? Stefan sagte, es sei der Mount Everest. Er war immer noch der höchste Berg der Welt, auch wenn er noch nicht entdeckt worden war. Jenny arbeitete als Putzfrau in einem Museum. Einmal fand sie einen wunderschönen Diamantring auf einem Waschbecken, während sie die Damentoilette putzte. 3 Leute tauchten auf, um ihn abzuholen. Theo sagte, dass er den Ring nach seinem Besuch auf der Toilette nicht mehr gesehen hatte. Er brauchte ihn zurück, um seiner Freundin einen Antrag zu machen. Kelly zeigte Jenny einen Sonnenabdruck auf ihrem Finger und sagte, es sei ihr Verlobungsring. Lea fragte nur, ob auf der Innenseite des Rings eine Gravur zu sehen sei. Jenny entscheidet, dass der Ring zu Lea gehörte. Aber warum? Kellys Sonnenabdruck war am falschen Finger. Theo hätte die Damentoilette nicht betreten dürfen und Lea war die Einzige, die wusste, dass der Ring eine Gravur hatte. Susi betrat einen Aufzug und drückte auf den 7. Stock, wo sie wohnte. Plötzlich blieb der Fahrstuhl zwischen den Etagen stecken. Susi wurde unruhig und drückte den Notfallknopf. Der Betreiber sagte, ich werde den Aufzug neu starten, aber zuerst musst du mein Rätsel lösen. Was kannst du halten, ohne es zu berühren? Fragte er. Eine Minute später war Susi in ihrem Stockwerk. Wie lautete ihre Antwort? Der Atem. Du kannst ihn halten, ohne deine Hände zu benutzen. Es gehört deinem Freund, aber du benutzt es viel mehr als er. Was ist es? Richtig, der Name deines Freundes. Alice ging auf einem Feld spazieren und sah ein weißes Kaninchen. Sie machte ein Foto von dem Tier. Plötzlich sagte das Kaninchen, »Hey, ich kann dir zeigen, wo Schätze versteckt sind.« Alice war total aufgeregt, aber dann rief ihre Freundin sie und das Kaninchen rannte weg. Als Alice am nächsten Tag auf das Feld zurückkehrte, sah sie 9 Kaninchen. Sie schwiegen alle. Kannst du Alice helfen, das richtige Kaninchen zu finden? Es ist dort drüben in der rechten Ecke. Welche Substanz befindet sich in jeder Tasse? 1. Es ist weder Zucker noch Wasser. 2. Es ist kein Zucker oder Tee. 3. Es ist weder Tee noch Wasser. Die erste Tasse enthält Tee. Die zweite Tasse enthält Wasser. Und die dritte Tasse ist voller Zucker. Gemma verschlief und kam eine Stunde verspätet im Büro an. Sie fand einen wunderschönen Rosenstrauß auf ihrem Tisch. Gemma freute sich sehr, als sie eine Karte inmitten der Blumen sah. Sie griff danach und stach sich an einem Dorn versehentlich in den Finger. Auf der Karte stand, dass die Blumen von einem heimlichen Verehrer waren. Gemma schaute aufmerksam zu ihren 3 Kollegen. Simon war am Telefon. Willi war dabei, einige Dokumente auszudrucken. Er zwinkerte dem Mädchen zu. Und Peter kochte gerade Kaffee. Er bot Gemma an, sich ihm anzuschließen. In diesem Moment verstand Gemma, wer ihr den Strauß geschickt hatte. Wie?
Es war Simon. Er hatte einen frischen Kratzer von einem Dorn an seinem Finger. Drehe es um 90 Grad und es ist alles. Halbiere es und es ist nichts. Was ist es? Wenn du die Zahl 8 halbierst, wird sie zu 2 Nullen. Wenn du sie auf die Seite legst, verwandelt sich die 8 in das Unendlichkeitssymbol. Je mehr es trocknet, desto nasser wird es. Was ist das? Ein Handtuch. Tim liebt seine Freundin Christi sehr. Also ging er zu einem Tätowierer, um sich ihren Namen auf seinem Arm tätowieren zu lassen. Doch der Künstler entpuppte sich als verrückter Wissenschaftler. Er benutzte Tims DNA, um 2 böse Klone zu erschaffen. Als Christi zum Tattoo-Studio kam, um Tim abzuholen, sah sie 3 identische Typen. Hilf Christi herauszufinden, welcher Tim der echte ist. Der Typ auf der linken Seite ist der echte Tim. Er ist der Einzige, der ein Tattoo hat. Die Klone haben keins. Wie viele Monate des Jahres haben 28 Tage? Alle 12 Monate. Schau dir das Bild an. Welches ist anders? Es ist A. Die Farbe, die oben sein sollte, ist unten. Helen war eine berühmte Sängerin. Als sie in der Garderobe ihr Make-up auftrug, rief ihr Agent sie an. Er sagte, dass ihr Lied der Hit des Jahres geworden sei. Helen sagte zu ihrem Assistenten Nick, »Schnell, bring meine beste Freundin Lisa her, ich will feiern!« Nick kam aus der Garderobe und sah eine Schar von Fans vor sich. Sie alle wollten ein Autogramm von Helen haben. Nick fragte, wer von euch ist Lisa? Jedes Mädchen behauptete, sie sei Lisa. Hilf Nick, die echte Lisa zu finden. Die echte Lisa trägt eine Halskette mit der linken Herzhälfte am Hals. Sie passt zu Helens Kette. Jonas verließ an diesem Tag sein Büro und beschloss, einen Spaziergang durch den Park zu machen. Doch plötzlich begann es zu regnen. Leider hatte Jonas seinen Regenschirm und seinen Hut auf der Arbeit vergessen. Seine Kleidung war durchnässt, aber kein einziges Haar auf seinem Kopf wurde nass. Wie hat er das gemacht? Jonas hat eine Glatze. Richard ist ein berühmter Schriftsteller. An einem Sonntagmorgen beendet er endlich sein Buch und rief seine Agentin Stella an, um ihr die gute Nachricht mitzuteilen. Stella kam um 9 Uhr morgens zu seinem Haus. Sie fand Richard bewusstlos auf dem Boden. Sein Laptop mit dem neuen Buch war verschwunden. Stella rief die Polizei. Die Detektive kamen sofort und befragten jeden, der im Haus gewesen war. Das Kindermädchen sagte, sie hätte Richards Söhne zur Schule gefahren. Der Gärtner sagte, er habe einen freien Tag gehabt und Zeit mit seiner Familie verbracht. Der Fahrer sagte, er habe Richards Auto in die Waschanlage gebracht. Als die Detektive alle Geschichten gehört hatten, wussten sie, wer gelogen hatte. Wie haben sie es herausgefunden? Das Kindermädchen hat gelogen. Sie sagte, sie hätte Richards Söhne zur Schule gebracht. Aber die Schulen sind sonntags geschlossen. Thomas putzte im 24. Stock die Fenster eines großen Bürogebäudes, als er plötzlich einen Schrei hörte. Er sah nach draußen und sah, wie eine Frau aus dem 30. Stockwerk fiel. 5 Minuten später stand die Frau jedoch völlig unversehrt auf der Straße. Wie hat sie das überlebt? Sieh dir den Himmel genauer an. Ja, das ist Superman. Er hat sie gerettet. Sieh dir das Bild an. Was stimmt hier nicht?
Wassermelonen wachsen nicht an Palmen. Die Zwillingsbrüder Lars und Leo hatten hart geschuftet. Sie wollten für den Geburtstag ihrer Mutter genug Geld sparen. Leider reichte es nicht für das Auto ihrer Träume. Die Brüder waren traurig und beschlossen, am nächsten Tag ein anderes Geschenk kaufen zu gehen. Nachts konnte Lars nicht einschlafen und hatte eine geniale Idee. Während sein Bruder schlief, nahm er das Geld und ging ins Casino. Und er hatte Glück. Er verdreifachte die Summe. Am Morgen legte Lars das Geld zurück in die Schachtel und schlief ein. Als Leo aufwachte und die Schachtel öffnete, wusste er sofort, dass Lars sich daran zu schaffen gemacht hatte. Er brauchte das Geld nicht mal zählen, um sicher zu sein. Wie kam er darauf? Am Abend lagen große und kleine Scheine in der Schachtel. Doch jetzt waren es nur noch große Banknoten. Kelly war auf Reisen und entdeckte ein hübsches, verlassenes Schloss. Sie ging hinein und stieg die Treppen hinunter. Sie machte gerade Fotos, als jemand die Kellertür aufschloss. Kelly sah sich um und entdeckte drei Tunnel, die ins Freie führten. Im ersten Tunnel lauerte ein riesiges, hungriges Monster. Der zweite Tunnel war voller Schlangen. Und der dritte Tunnel war mit Schlafgas gefüllt. Nach 5 Minuten verließ Kelly das Schloss und rannte zur nächsten Polizeiwache. Wie war sie entkommen? Sie verwendete ihr Haarband als Atemmaske und rannte durch den dritten Tunnel. Sieh dir diese Tiere aufmerksam an. Was stimmt nicht? Dieses Kerlchen hier hört Musik. Zwei Schwestern gingen wandern. Jede hatte eine Schachtel Streichhölzer dabei. Nina steckte ihre Streichhölzer zusammen mit Zahnpasta in eine Tasche. Nora verstaute ihre gemeinsam mit Nagellack. Als sie durch den Wald liefen, fielen sie in eine riesige Pfütze. Als sie wieder rauskamen, schlug Nora vor, ein Feuer zu machen, um die Sachen zu trocknen und etwas zu essen. Beide holten ihre Streichhölzer hervor. Dummerweise waren Ninas mit Zahnpasta verschmiert und Noras voller Nagellack. Sie legten die Streichhölzer zum Trocknen in die Sonne und gingen Feuerholz sammeln. Es begann zu regnen und die Streichhölzer wurden durchweicht. 10 Minuten später hatten die Schwestern trotzdem geschafft, ein Feuer zu entzünden und Marshmallows zu grillen. Wessen Streichhölzer haben sie verwendet? Sie nahm Noras Streichhölzer. Der Nagellack war getrocknet und machte sie wasserfest. Wenn du es nicht hältst, wird es gebrochen. Was ist es? Ein Versprechen. Suzanne sollte ihre Söhne beschreiben. Sie sagte, sie sind alle Rotschöpfe bis auf 3. Alle sind blond bis auf 3. Sie sind brünett bis auf 3. Und alle haben rosa Haare bis auf 3. Wie viele Söhne hat Suzanne? Die Antwort ist 4. Einer ist rothaarig, einer hat rosa Haare, einer ist brünett und einer blond. Lisa war ein berühmtes Model. Sie wurde während eines Shootings bewusstlos in ihrer Garderobe gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte sagten, es wäre eine ernste allergische Reaktion gewesen. Aber als Lisa zu sich kam, schwor sie, nichts gegessen zu haben. Ihr Manager war sehr besorgt und befragte alle in Lisas Umfeld. Die Stylistin sagt, sie hätte Lisa geschminkt und Lisa hätte wirklich nichts gegessen. Die Putzfrau sagte, sie hätte die Garderobe mit organischen, nicht allergenen Produkten geputzt. Lisas Hauptrivalin Nele sagte, sie hätte sich den ganzen Tag das Shooting angesehen und ihr wäre nichts Verdächtiges aufgefallen. Wer ist schuld? Es war die Stylistin. Das Einzige, was Lisa verschlucken konnte, war der Lippenstift. Sieh dir das Bild an. Welche dieser Personen geht ein Risiko ein? Das Mädchen riskiert nicht viel. Sie sitzt in der zweiten Etage
und unter ihr ist ein Pool. Der Junge riskiert deutlich mehr. Das Gebäude, auf dem er sitzt, ist viel höher. Man kann Wolken und ein Flugzeug am Himmel sehen. Welches Lebensmittel ist immer betrunken? Die Blaubeere. Sie ist immer blau. In einer Schüssel liegen 5 Zitronen. Du nimmst 3 heraus. Wie viele Zitronen hast du nun? Na, die 3, die du genommen hast. König Gerhard hatte eine sehr hübsche Tochter namens Theresa. 4 Prinzen aus verschiedenen Ländern kamen in das Königreich, um sie zu heiraten. Aber der König wollte erst prüfen, wie schlau sie waren und veranstaltete einen Wettbewerb. Theresa stand mitten in einem 70 x 70 Meter großen Raum. Die Prinzen standen jeweils in den Ecken auf einem kleinen Podest. Der erste Prinz, der Theresas Hand berührte, sollte sie heiraten. Sie durften nicht ihr Podest verlassen und nur ihre Hände und ihren Verstand benutzen. Einer der Prinzen wusste sofort, was zu tun war. Er heiratete die Prinzessin. Was hat er getan? Er bat Theresa, zu ihm herüberzukommen und berührte ihre Hand. Du findest mich bei Erde, Mars, Merkur und Jupiter, aber bei Mond, Venus oder Pluto suchst du mich vergebens. Was bin ich? Ich bin der Buchstabe R. Der Geschäftsführer Gustav erhielt anonym die Nachricht, dass in diesem Moment ein Dieb in seinem Laden wäre. Gustav rannte in den Verkaufsraum und sah 4 schwangere Frauen. Er sah sie sich aufmerksam an, erkannte die Diebin und rief die Polizei. Welche Frau hat versucht zu stehlen? Die Frau ganz rechts ist die einzige, die keinen Einkaufskorb hat. Sie steckt die Produkte in ihren falschen Babybauch. Stell dir vor, du wärst in einem Raum ohne Fenster und Türen. Wie kommst du heraus? Höre einfach auf, dir den Raum vorzustellen. Oma Victoria beschloss ihrem Enkel Robin, ein besonderes Geschenk zum 18. Geburtstag zu machen. Sie rief ihn herein und zeigte ihm einen Tresor. Dann gab sie ihm eine zugekorkte Flasche mit einem Schlüssel. Schätzelein, das ist der Schlüssel zu meinem Tresor. Du kannst alles behalten, was du darin findest, wenn du ihn öffnen kannst. Aber du darfst weder den Korken herausziehen, noch die Flasche zerbrechen. Viel Glück! Robin überlegte. Was würdest du tun, um den Schlüssel herauszukriegen? Drücke den Korken in die Flasche und hole den Schlüssel einfach heraus. Sieh dir das Bild an. Was stimmt hier nicht? Das Spiegelbild der Frau hat die Tasche in der falschen Hand. Anja war in ihren Nachbarn verknallt. Sie ging zu einer Zauberin namens Sina und bat um Hilfe. Sina sagte, sie würde ihr einen violetten Liebestrunk brauen. In einer Vollmondnacht nahm Sina ein Blatt mit dem Liebestrunkrezept ihrer Großmutter. Sie mischte alle Zutaten bis auf eine. Plötzlich wehte ein Windhauch das Rezept ins Kaminfeuer. Sina war verzweifelt. Sie erinnerte sich nicht an den Namen der letzten Zutat. Aber sie war sich sicher, dass der Trank lila sein musste. Hilf Sina, ihre Arbeit zu beenden. Sie sollte die blaue Zutat verwenden. Wenn man blau und rot mischt, wird lila daraus. Hannes und 3 weitere Videoblogger reisten in eine unheimliche Schlucht. Sie wollten ein Video über diesen mysteriösen Ort drehen. Sie hatten den ganzen Tag gefilmt. Am Abend saßen sie um das Lagerfeuer. Aber es begann zu regnen und alle verkrochen sich in die Zelte. Am Morgen wachte Hannes auf, verließ sein Zelt und ging an ihre Vorräte, um sich Frühstück zu holen. Doch es war alles weg. Hannes wurde wütend. Er weckte die anderen und quetschte seine Freunde aus. Fred sagte, er hätte sich die ganze Nacht den Sternenhimmel angesehen.
Janine sagte, sie hätte nach WLAN gesucht, um mit ihrem Freund Videochatten zu können. Und Simon behauptete, er hätte geschlafen. Wer lügt? Fred. Es hat die ganze Nacht geregnet. Durch die Wolken kann man gar keine Sterne sehen. Zwei Studentinnen, Barbara und Sarah, gingen nach einem anstrengenden Test spazieren. Sie hatten sich Kaffee und Süßigkeiten gekauft, um im Park ein Picknick zu machen. Plötzlich schnappte sich ein maskierter Mann Barbaras Tasche und rannte weg. Sarah und Barbara verfolgten ihn. Dann sahen sie einen blinden Mann auf einer Bank sitzen. Er trug eine Sonnenbrille und hatte einen Stock. Die Mädchen fragten ihn, ob er eine maskierte Person mit einer Frauenhandtasche gesehen hätte. Er erwiderte nur, er hätte niemanden gesehen, da er schließlich blind wäre. Das war Sarah sehr peinlich und sie hielt ihm ihre Süßigkeiten hin. Dann nahm sie ihre Freundin beiseite und flüsterte, dass er der Dieb wäre und sie die Polizei rufen müssten. Barbara war erstaunt. Warum hielt Sarah den Mann für den Dieb? Wäre er wirklich blind, hätte er die angebotenen Süßigkeiten nicht bemerkt. Willis Mama hat 3 Söhne. Felix, Peter und... Willi. Schließlich ist es Willis Mama. 2 Mütter und 2 Töchter gingen shoppen. Sie kauften 6 Kleider. Das reichte, dass jede von ihnen 2 neue Kleider bekam. Wie ist das möglich? Es gingen nur 3 Personen einkaufen. Eine Mutter, ihre Tochter und die Tochter der Tochter. Eine von ihnen ist zugleich Mutter und Tochter. Und jede von den 3 kaufte 2 neue Kleider. Eine junge Frau zieht in eine andere Stadt, um einen besseren Job anzunehmen. Sie verspricht ihrer Mutter, sie ganz oft zu besuchen. Aber 4 Monate später war sie immer noch nicht wieder in der Heimat. Ihre Mutter vermisst sie sehr, doch eines Tages, mitten im Winter, ruft sie ihrem Mann zu: Juli ist da. Wie kann das sein? Juli ist der Name ihrer Tochter. Sie besucht endlich ihre Familie. Er ist normalerweise unter dir. Nimm den ersten Buchstaben weg und er wird zu einer Farbe. Nimm stattdessen den letzten Buchstaben weg und du weißt, wohin du ohne ihn gehen musst. Was ist das? Es ist ein Hocker, der ohne H zu Ocker und ohne R zur Hocke wird. Sitzen kannst du ja nicht mehr. Sieh dir dieses Bild an und versuch zu erkennen, was damit nicht stimmt. Wieso sollte diese junge Dame ein paar Stiefel auf den Tisch stellen und eine Säge in den Kühlschrank legen? Was ist mit diesem Bild? Kommt dir hier irgendetwas seltsam vor? Da ist ein Schneemann im Ofen und ein Fisch im Toaster. Dennis, Maria und Julie sind auf einer Party. Sie beschließen, ein Spiel zu spielen. Es gibt 5 Hüte, 2 rote und 3 gelbe. Die Freunde schließen die Augen, nehmen wahllos jeweils einen Hut und setzen ihn sich auf den Kopf. Dann öffnen sie die Augen und sehen einander an. Jeder und jede von ihnen muss erraten, welche Farbe der Hut auf ihrem Kopf hat. Dennis und Julie sagen, dass sie es nicht wissen, aber Maria ruft sofort, dass sie weiß, welche Farbe es ist. Und weißt du es? Ihr Hut ist gelb. Maria hat gesehen, dass sowohl Dennis als auch Julie einen roten Hut tragen. Und von denen gibt es nur 2. Du kannst es erst teilen, wenn du es gemacht hast. Was ist das? Ein Foto. Sieh dir diese Buchstabenkombination an. E, Z, D, V, F, S, S. Welche Buchstaben sollten hier als nächstes kommen? Es sollten A, N, Z sein.
Es sind die Anfangsbuchstaben der Zahlen von 1 bis 10. Micha geht die Straße entlang, als vor seinen Füßen ein versiegelter Umschlag landet. Er hebt ihn auf und darin befinden sich ein Schlüssel und ein Zettel, auf dem steht: Hilfe, 323. Micha betritt sofort das Gebäude, findet bald darauf die Tür mit der Nummer 323 und öffnet sie mit dem Schlüssel. Er sieht einen Mann am offenen Fenster sitzen. Er wurde geknebelt und an einen Stuhl gefesselt. Als er ihn befreit hat, ruft der Mann: Zwei Männer sind in mein Büro eingebrochen, haben mich gefesselt und das ganze Geld aus meinem Safe gestohlen. Zum Glück waren meine Hände frei, sodass ich den Zettel schreiben und zusammen mit dem Schlüssel aus dem Fenster werfen konnte. Micha glaubt dem Mann nicht und ruft die Polizei. Wieso? Der Umschlag war zugeklebt. Wie hätte der Mann das mit einem Knebel über dem Mund machen können? Sie kann nie herausgeworfen, aber eingefangen werden. Die Leute suchen immer nach Wegen, sie loszuwerden. Was ist das? Eine Erkältung. Zwei Mannschaften spielen Fußball gegeneinander. Jedes der Teams erzielt insgesamt 2 Tore. Und trotzdem geht das Spiel nicht unentschieden aus. Ein Team gewinnt, das andere verliert. Wie das? Eine der Mannschaften hat ein Eigentor geschossen. Der junge, aber sehr beliebte Blogger Erik hat sein erstes Buch geschrieben. Es wird ein Riesenerfolg und er bereitet sich auf seine erste Signierstunde vor. Er ist sehr aufgeregt und nervös, also macht er in einer ruhigen Ecke eine Pause, um seine Nerven zu beruhigen. Aber selbst um 18 Uhr, als das Event beginnen soll, ist Erik nirgendwo zu finden. 10 Minuten später findet ein Wachmann ihn im Badezimmer auf dem Boden liegend vor. Jemand hat dem Autoren auf den Kopf geschlagen. Die Polizei hat 3 Personen unter Verdacht. Seine Agentin Angelika sagt, sie hätte einige dringende organisatorische Probleme gelöst. Frank, einer der Fans, erklärt, er wäre seit Jahren ein großer Fan von Eriks Büchern und würde dem Autoren niemals wehtun. Und Wachmann Patrick gibt an, er hätte seinen Job gemacht und die Fans am Eingang festgehalten. Wer hat Erik niedergeschlagen? Es war Frank. Dieses Buch ist Eriks erstes, also kann Frank nicht schon seit Jahren Fan seiner Bücher sein. Sieh dir aufmerksam diese Typen an. Welcher Feuerwehrmann ist falsch? Es ist der Typ rechts. Er trägt keinen Helm und hat auch keine Spezialtasche. Außerdem ist seine Hose nicht Teil der Uniform. Du hast 3 leere Tassen und 10 Würfel Zucker. Du solltest diese Würfel so auf die Tassen verteilen, dass jede von ihnen eine ungerade Anzahl enthält. Lege 3 Stück Zucker in die erste Tasse und 3 in die zweite. Danach gib die restlichen 4 Würfel und die zweite Tasse in Tasse Nummer 3. Jetzt sind in der ersten Tasse 3 Würfel Zucker und in der zweiten ebenfalls. In der dritten Tasse befinden sich 7 Würfel. 4 eigene plus die 3 in der zweiten Tasse. Die 2 Mitbewohnerinnen Deborah und Ronja gehen nach ihrem wöchentlichen Lebensmitteleinkauf nach Hause. Deborah beschwert sich immer wieder darüber, wie schwer ihre Taschen sind. Da antwortet Ronja: Ich verstehe nicht, warum du dich so aufregst. Wenn du mir eine deiner Taschen gibst, habe ich doppelt so viele wie du. Und wenn ich dir eine von meinen gebe, tragen wir beide gleich viele Taschen. Wie viele Taschen tragen die beiden jungen Frauen? Ronja trägt 7 Taschen und Deborah trägt nur 5 Taschen. Kommissar Schwarz' Assistent Janusz kommt zu spät zur Arbeit. Zur Erklärung erzählt er seinem Chef die folgende Geschichte. Ich bin die Autobahn lang gefahren, als ich einen bewusstlosen Mann auf der linken Straßenseite gesehen habe. Ich habe ihn mitgenommen und ins nächste Krankenhaus gebracht. Da kam er endlich zur Besinnung und sagte mir, er sei aus einem fahrenden Auto geworfen worden. Die Tasche mit all seinem Geld und seinen Papieren war noch darin.
Doch Kommissar Schwarz beschuldigt Janusz zu lügen. Wie kommt er darauf? Wäre der Mann tatsächlich aus einem Auto geworfen worden, hätte er auf der rechten Seite der Straße gelegen, nicht auf der linken. Kevin ist am Verhungern. Er findet einen hübschen Imbiss, der Burger verkauft, und bestellt einen. Als der Kellner ihm seine Bestellung bringt, ging Kevin ins Bad, um sich die Hände zu waschen. Doch als er zurückkommt, ist sein Burger weg. Er sieht sich im Imbiss um und weiß sofort, wer sein Mittagessen geklaut hat. Und du? Es war die junge Frau mit dem Hund, der an ihren Füßen sitzt und in der Luft schnüffelt. Würde sie nur Kaffee trinken, wie sie es vorgibt, wäre der Hund nicht so sehr an ihr interessiert. Marie geht im Park spazieren, als sie einen hungrigen Hund entdeckt. Sie beschließt, ihren Snack mit dem Tier zu teilen. Leider ist da ein Bach zwischen ihr und dem Vierbeiner. Sie geht in die Hocke, um die Aufmerksamkeit des Hundes auf sich zu ziehen und zeigt ihm das Futter. In 0, nichts steht das Tier vor ihr. Es gibt keine Brücke über den Bach und trotzdem ist der Hund nicht nass. Wie ist das möglich? Das Ganze passiert im Winter und der Bach ist gefroren. Ein reicher Unternehmer verschwindet spurlos aus seinem Büro. Das Einzige, was er hinterlässt, sind ein Zettel mit den Zahlen 6, 10, 11, 4 und 9 sowie ein Kalender. Die Polizei ermittelt 5 Verdächtige: Janusz, Kevin, Caroline, Jonas und Laura. Wer weiß mehr über das Verschwinden des Mannes? Es ist Jonas. Die Zahlen stehen für Monate und die Anfangsbuchstaben der damit beschriebenen Monate bilden den Namen des Schuldigen: Jonas. Matthias hat sich ein neues Smartphone und eine Handyhülle gekauft. Er hat 310 Euro bezahlt. Das Gerät kostet 300 Euro mehr als die Hülle. Wie viel hat Matthias für sein Handy bezahlt? Er hat 305 Euro bezahlt. Tony veranstaltet eine Party. 3 Stunden nachdem sie begonnen hat, kommen mehrere Gäste auf ihn zu und fragen, wo sie ihre Handys aufladen können. Leider gibt es in Tonys Haus nur eine Steckdose. Er überprüft alle Steckerleisten, die er hat. Hilf ihm herauszufinden, wie viele Handys er gleichzeitig aufladen kann. Tony kann 8 Handys aufladen. Sieh hin, eine Leiste hat ein durchtrenntes Kabel. Die Leiste mit einer Steckdose ist komplett nutzlos und eine der Leisten hat gar kein Kabel. Eine weitere hat keine Löcher für einen Stecker. Außerdem wird jeweils eine Steckdose an jeder der 2 Leisten von den Steckern der anderen blockiert. Ein reicher Geschäftsmann ruft die Polizei. Als er morgens in sein Büro kam, fiel ihm ein, dass er zu Hause einen Haufen wichtiger Dokumente in seinem Safe vergessen hatte. Er schickte seinen Sekretär Jan los, um sie ihm zu holen. Aber der rief eine halbe Stunde später an und sagte, der Safe sei geöffnet worden. Die Dokumente wären noch darin, aber das ganze Geld wäre verschwunden. Die Polizei durchsucht das Büro im Hause des Geschäftsmanns und versucht, Fingerabdrücke zu finden. Doch ohne Erfolg. Der Kommissar verdächtigt 3 Personen. Den Sekretär, Mark, den Neffen des Geschäftsmanns sowie die Haushälterin. Der Sekretär gibt an, er hätte seinen Chef angerufen, sobald er den Safe gesehen hätte. Mark sagt aus, ich habe Jan die Tür geöffnet. Dann bin ich in mein Zimmer gegangen und habe erst von dem Vorfall erfahren, als Jan mich gerufen hat. Die Haushälterin erklärt der Polizei, sie wäre sehr beschäftigt mit der Hausarbeit gewesen und hätte das Büro seit dem Vorabend nicht mehr betreten. Wer hat das Geld gestohlen? Es war der Sekretär. Es gab keine Fingerabdrücke im Zimmer. Doch Jan war dort und hat definitiv Dinge angefasst. Wäre er unschuldig, hätte er nicht so offensichtlich all seine Fingerabdrücke abgewischt. Kannst du hier einen Dino finden, der sich vom Rest unterscheidet?
Richtig, es ist der hier. Es war der schneereichste Winter der letzten 3 Jahre. Eines Morgens patrouillierte der örtliche Polizist Chris in der Gegend. Plötzlich bemerkte er eine verdächtige junge Frau. Sie ging auf die Straße zu und trug 2 schwere Taschen. Chris fragte sie, was in den Taschen sei. Die Dame sagte, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hatte und seine Sachen zusammengepackt hatte, um sie loszuwerden. Aber Chris war sich sicher, dass sie eine Einbrecherin war. Warum? Sie verließ das Haus durch das Fenster. Das machen die Leute nicht, wenn sie ihr eigenes Haus verlassen. Noah war ein Außerirdischer auf einer Mission, das menschliche Verhalten im Urlaub zu untersuchen. Er landete in der Nähe eines beliebten Sandstrandes in Malibu. Noah zog sich ein spezielles Menschenkostüm an und versteckte sich in der Menge. Der Spezialagent Sam wurde an den Strand geschickt, um sich um dieses Problem zu kümmern. Sam kam an und befragte die Menschen vor Ort. Er warnte sie, dass Aliens wie Menschen aussehen könnten. Aber niemand schien etwas Verdächtiges bemerkt zu haben. Sieh dir diese Urlauber an. Welcher von ihnen ist der Alien? Richtig, der Typ auf der linken Seite hat 4 Arme. Ja, ist ein eindeutiger Hinweis. Agent Sam hat den Außerirdischen gefangen, aber Noah hat sein Aussehen verändert und konnte entkommen. Sam bemerkte eine seltsame Gestalt, die in einen Zug sprang. Der Mann beschloss, den Zug anzuhalten, um alle Passagiere zu überprüfen. Schau dir das Bild aufmerksam an und hilf Sam, den Alien zu finden. Der alte Mann in der rechten Ecke ist der Außerirdische. Er hält sein Buch auf dem Kopf. Vicky arbeitete an ihrem Laptop in einem Café. Irgendwann musste Vicky auf die Toilette gehen. Sie dachte, dass es sicher genug sei, ihre Sachen unbeaufsichtigt zu lassen und ging zur Toilette. Doch als das Mädchen zurückkam, waren ihr Rucksack und ihr Laptop verschwunden. Oh no. Vicky rannte nach draußen und sah 3 ältere Damen mit Picknickkörben im Park sitzen. Das Mädchen fragte sie, ob sie den Dieb gesehen hätten, aber alle 3 versicherten ihr, dass sie niemanden bemerkt hatten. Frau Grün sagte, dass sie sich gerade zu ihren Freundinnen gesellt hatte. Frau Schmidt aß ihr Sandwich und las eine Zeitung und Frau Jakob machte Fotos von Vögeln. Vicky rief die Polizei an, weil sie ganz sicher wusste, wer der Dieb war. Wie konnte sie das herausfinden? Frau Grün hat Vickys Sachen gestohlen. Der Gurt des roten Rucksacks hängt aus ihrem Picknickkorb heraus. Paul blieb bis spät abends in der Bibliothek. Als er mit dem Lernen fertig war, ging er nach Hause. Während er den dunklen Flur entlang ging, hörte er eine Stimme aus der Männerumkleide. Paul bemerkte, dass jemand die Tür von außen verschlossen hatte. Er öffnete sie und sah Tom, der keine Ahnung hatte, wer ihn eingeschlossen hat. Er wollte zum Schwimmbad, aber es war an diesem Tag geschlossen. Also beschloss er, nach Hause zu gehen. Plötzlich schaltete jemand das Licht aus und schloss ihn ein. Paul versprach, den Übeltäter zu finden. Am nächsten Morgen befragte er seine Klassenkameraden. Christina sagte, sie hätte im Klassenzimmer an ihrem Projekt gearbeitet. Josh sagte, ich bin eine Weile geschwommen und dann Basketball spielen gegangen. Bob war bei Christina, aber er ist früher gegangen, um mit seiner Familie den Geburtstag seiner Oma zu feiern. Paul wusste sofort, wer gelogen hatte. Du auch? Es war Josh. Das Schwimmbad war gestern geschlossen. André ist ein Fotograf. Er war alleine in der Wildnis unterwegs und traf auf einen Puma. Der Kerl hatte großes Glück und konnte entkommen. Aber er stellte fest, dass sich seine Filterwasserflasche öffnete, während er vor dem Tier weglief. Nun hatte er kein Wasser mehr. Einige Zeit verging und André wurde sehr durstig. Er hatte 3 Möglichkeiten. Die erste war, aus einem Salzwassersee zu trinken. Die zweite, Kaktussaft zu trinken. Und die 3. Möglichkeit war, Wasser aus einem schlammigen Bach zu holen. Hilf André, die richtige Entscheidung zu treffen. Die
Die dritte Option ist am wenigsten gefährlich. Du kannst kein Wasser aus einem Salzwassersee trinken. Es wird den Durst nicht stillen. Wenn André den Kaktussaft trinken würde, würde er sich vergiften. Aber seine Filterflasche kann schmutziges Wasser leicht reinigen. Es hat 13 Herzen, aber keine anderen Organe. Wie lautet der Name dieser Kreatur? Es ist ein Kartenspiel. Was kannst du einfangen, aber niemals werfen? Eine Erkältung. Ein Team von Videobloggern machte sich auf den Weg zu einem berühmten Spukhaus, um ein Video über die darin verborgenen Geheimnisse zu drehen. Als sie ankamen, sahen sie nichts Merkwürdiges. Das Haus sah überhaupt nicht gruselig aus. Die Jungs gingen auf das Gebäude zu, aber Kameramann George drehte sich um und weigerte sich, das Haus zu betreten. Seine Freunde versuchten ihn zu überzeugen, aber der Kerl bestand darauf, dass sie die Gegend sofort verlassen sollten. Seine Freunde ignorierten seine Warnungen und betraten das Gebäude. George wartete die ganze Nacht auf der Straße auf sie, aber sie kamen nicht heraus. Schau dir das Bild an und versuche zu erkennen, was mit dem Haus los war. Schau dir den Boden an. Alle Fußspuren führen zum Haus, aber es gibt keine Fußspuren, die weg vom Haus führen. Oh. Was bewegt sich und kommt nicht fort, hat einen Mund und spricht kein Wort, hat ein Bett und kann doch nicht schlafen? Das ist richtig, ein Fluss. Schau dir das Bild an. Kannst du einen Einbrecher erkennen? Richtig, der Dieb ist im Haus auf der linken Seite und steht neben dem Fenster. An einem Samstagmorgen spielten die Schwestern Jenny und Maya zu Hause Verstecken. Jenny musste sich verstecken und beschloss, das Spiel auf die nächste Stufe zu bringen. Also stieg sie auf ihr Longboard, verließ das Haus und machte sich auf den Weg. Maya zählte bis 100 und begann nach Jenny zu suchen. Sie durchsuchte das ganze Haus, fand aber ihre Schwester nicht. Der Teenager begann sich Sorgen zu machen. Sie ging raus auf die Straße und beschloss, die Nachbarn zu fragen. Alice sagte, dass sie den ganzen Morgen den Rasen gemäht und niemanden gesehen hatte. Dirk sagte, er sei durch das Geräusch von Longboardrädern geweckt worden. Lisa sagte, sie sei auf einer Geschäftsreise gewesen und gerade zurückgekommen. Aber Maya war sich sicher, dass einer der Nachbarn log. Wer? Alice hat gelogen. Schau genauer hin. Ihr Rasen ist nicht gemäht. Eine Prinzessin entkam vor einem Drachen, der sie in einem Turm gefangen hielt. Sie ging durch einen dunklen unterirdischen Flur mit einem Sandboden, als sie plötzlich drei Tunnel sah. Im ersten Tunnel loderte ein Feuer. Im zweiten Tunnel tropfte giftige Säure von der Decke. Und der dritte Tunnel war mit giftigen Skorpionen gefüllt. 5 Minuten später kam die Prinzessin an die Oberfläche und rannte durch den Wald in Richtung ihres Königreichs. Welchen Tunnel hat sie gewählt? Den ersten Tunnel. Sie löschte die Flammen mit Sand. Kluge Prinzessin. Ich kann berührt, aber ich kann nicht gesehen werden. Was bin ich? Das Herz ist die richtige Antwort. Schau dir das Bild an. Was stimmt hier nicht? Auf dem Schild steht frisches Fleisch. Mike wachte mitten in der Nacht auf, weil er einen Albtraum hatte. Er schaute sich um und stellte fest, dass er in einem seltsamen Haus gefangen war. Mike durchsuchte das Haus und fand 4 Türen zur Freiheit. Aber die erste Tür führte in den Weltraum. Hinter der zweiten Tür befand sich ein riesiges Vergrößerungsglas. Jeder, der hineinging, würde in kürzester Zeit von der Sonne verbrannt werden. Hinter der dritten Tür versteckte sich ein Rudel hungriger Löwen. Und hinter der vierten Tür wimmelte es nur so von Haien. Hilf Mike, die richtige Tür zu wählen.
Die zweite. Die Sonnenstrahlen sind in der Nacht nicht gefährlich und Mike kann ganz einfach durch diese Tür gehen. Eine milliardenschwere Geschäftsfrau, Nancy, kam auf der Polizeiwache an. Sie war sehr aufgebracht. Sie sagte, dass ihre Tochter Diana verschwunden sei. Am Tag zuvor hatte Nancy ihrer Tochter gesagt, dass sie ihr kein Geld mehr geben würde, wenn sie nicht wieder auf die Schule gehen würde. Sie stritten sich, weil das Mädchen weder arbeiten noch lernen wollte. Danach ging Diana raus, um frische Luft zu schnappen und verschwand. Später in der Nacht rief Diana Nancy von einer unbekannten Nummer aus an. Sie sagte, Mama, ich bin entführt worden. Drei Typen haben mir eine schwarze Tüte über das Gesicht gezogen und mich in ihr Auto geschubst. Sie wollen 5 Millionen Euro. Wir fahren durch eine Wüste. Die Männer tragen Hasenkostüme. Der Detektiv sagte Nancy, sie solle sich keine Sorgen machen. Diana hat ihre eigene Entführung inszeniert, um das Geld zu bekommen. Woher wusste er das? Wenn Diana eine schwarze Tüte über dem Kopf gehabt hätte, hätte sie weder die Kostüme der Männer noch die Wüste gesehen. Vincent ist in einem Raum eingesperrt, ohne Fenster, aber mit einer massiven Tür. Auf der linken Seite ist ein Panel mit mehreren Knöpfen und auf der rechten Seite ein Panel mit einem Hinweis drauf. An der Wand über der Tür hängt auch eine Uhr. Welchen Knopf muss Vincent drücken, um aus dem Raum zu entkommen? Das grüne Dreieck. Die Zahlen auf dem linken Panel stehen für die Stunden. Wenn du sie auf dem Ziffernblatt verbindest, erhältst du ein Dreieck. Die Tür öffnet sich und Vincent kommt in eine schwach beleuchtete Halle. Dort sieht er noch eine Tür. Aber diesmal hängt das Schloss und auch der Schlüssel an einer Kette. Nachdem er sich die Vorrichtung genauer angeschaut hat, wusste Vincent, dass er auf diesem Weg nicht rauskommen würde. Warum? Der Schlüssel hat ein anderes Muster. Er passt nicht ins Schloss. Vincent muss sich also einen anderen Weg suchen, um zu entkommen. Dann bemerkt Vincent einen Tisch, der in einer dunklen Ecke steht. Auf ihm liegen ein Blatt Papier, ein Messer und 3 aufgeblasene Luftballons. Vincent nimmt das Papier. Es ist ein Zettel. Um hier rauszukommen, musst du einen Ballon mit dem Messer durchstechen. Aber wenn der Ballon platzt, bleibst du für immer hier. Vincent dachte eine Weile nach. Dann tat er etwas und eine versteckte Tür öffnete sich in einer der Wände. Was hat er gemacht? Er hat die Luft aus einem der Ballons gelassen und dann hat er ihn einfach mit dem Messer durchstochen. Detektiv Markus und ein Passant wurden Zeugen eines Autounfalls. Ein Mann, der von einem Minivan angefahren wurde, lag bewusstlos auf dem Boden. Markus eilte zum nächsten Café, um einen Krankenwagen zu rufen. Als er zurückkam, erzählte ihm der Passant, dass der Mann sich etwas bewegt habe, aber nicht zur Besinnung gekommen war. Nachdem er sich die Szene ein paar Sekunden angeschaut hatte, sagte der Detektiv, du solltest besser alles zurückgeben, was du dem Mann weggenommen hast. Warum hat er das gesagt? Als sie den Mann zum ersten Mal sahen, war ein Knopf an seiner Jacke offen. Aber jetzt sind beide zugeknüpft. Der Passant muss in seiner Jacke nach der Brieftasche gesucht haben und sie dann komplett zugeknüpft haben. Schau dir dieses Bild an und finde heraus, wer ein verkleideter Außerirdischer ist. Es ist der Typ im gelben Hemd. Er will eine Banane essen, hat sie aber nicht geschält. Wahrscheinlich sieht er diese Frucht zum ersten Mal. 3 berühmte Detektive gingen in ein Café, um einen kniffligen Fall zu besprechen. Der Kellner kam zu ihnen und fragte, möchte jeder einen Kaffee? Der erste Detektiv sagte, ich weiß nicht. Der zweite Detektiv antwortete, ich weiß nicht. Und der dritte Detektiv sagte, ja. Weißt du, was die ersten beiden Detektive bestellt haben? Alle Detektive bestellten Kaffee. Jeder von ihnen wollte einen haben, aber die ersten beiden konnten nicht wissen, ob es die Wahl von allen sein würde. Hätten die ersten beiden Detektive keinen Kaffee gewollt, hätten sie einfach Nein gesagt.
Als der dritte Detektiv die Antworten seiner Kollegen hörte, wusste er, dass beide Kaffee wollten. Und da er auch eine Tasse wollte, sagte er ja. Clara, Walter, Anna und Rolf sind in einem Museumsraum. Jemand hat vor einigen Stunden ein unbezahlbares Exponat aus diesem Raum gestohlen. Clara, Walter und Anna behaupten, dass sie nichts mit dem Verbrechen zu tun haben. Aber der Detektiv glaubt ihnen kein Wort. Sie werden alle verhaftet und auch die Polizei wachgebracht. Nur Rolf, der die Frage nicht beantwortet hat, ist frei und darf gehen. Aber warum? Rolf ist der Detektiv. Janice trank gerade ihren Morgenkaffee in einem kleinen Café, als sie ein Auto quietschend bremsen hörte. Dann folgte lautes Geschrei. Sie rannte raus und sah einen Mann mit seinem Fahrrad auf dem Boden liegen und ein Auto in der Nähe stehen. Der Radfahrer sah nicht verletzt aus und Janice half ihm aufzustehen. Der Autofahrer kam auch auf sie zu. Der Radfahrer zeigte auf den Mann. Er hat mein Fahrrad mit seinem Auto angefahren und ich bin gestürzt. Aber der Autofahrer sagte, ich habe im Spiegel gesehen, wie er die Kontrolle über sein Rad verlor und dann fiel er hin. Ich hielt das Auto an, um nach ihm zu sehen. Janice wusste sofort, wer gelogen hat. Weißt du es auch? Das Auto hat keine Seitenspiegel und der Rücksitz ist vollgepackt mit Zeug, das die Sicht auf die Straße versperrt. Der Fahrer kann also nichts im Rückspiegel gesehen haben. Er lügt. Ein reicher Geschäftsmann war berühmt dafür, immer einen weißen Hut zu tragen. Aber eines Tages kam er in sein Büro mit einem Haufen Obst auf dem Kopf. Seine Angestellten waren schockiert, aber sie trauten sich nicht, ihn danach zu fragen. Das wiederholte sich am nächsten Tag. Am dritten Tag nahm der Sekretär des Geschäftsmannes all seinen Mut zusammen und fragte, was los sei. Der Mann antwortete, das liegt daran, dass ich eine Wette verloren habe. Ich habe sie noch nicht angelöst, aber ich werde es heute tun. Es ist nicht nötig, mir Mittagessen zu bestellen. Was musste der Geschäftsmann tun, um die Wette zu erfüllen? Als er diese Wette abschloss, sagte er, wenn ich verliere, fresse ich meinen Hut. Detektiv Mark Darson verdächtigte einen Mann, ein Verbrechen begangen zu haben. Er beschloss, sein Haus zu überwachen und auf ihn zu warten. Nicht allzu weit entfernt, entdeckte er eine Künstlerin, die ihre Staffelei aufstellte. Anscheinend wollte sie das Haus des Verbrechers malen. Irgendwann musste der Detektiv aber zur Polizeiwache gehen. Er bat das Mädchen, ihn anzurufen, sobald jemand das Haus betreten würde. Sie stimmte zu. Als Mark am Abend zurückkam, erzählte die Künstlerin ihm, dass sie niemanden gesehen habe. Der Detektiv wusste sofort, dass sie log. Wie hat er das herausgefunden? Als er ging, waren alle Fenster im Haus geschlossen. Aber auf dem Bild, das das Mädchen gemalt hatte, sind ein paar Fenster offen. Das bedeutet, dass jemand gekommen war, als Mark weg war. Schau dir dieses Bild an und finde heraus, welcher Typ Ben ist. Ben ist der Typ, der auf dem Boden nach etwas sucht. Er ist der Einzige, der seine Schuhe nicht anhat, weil sie noch in seinem Spind stehen. Du hast einen Sack voll mit Kaffeebohnen. Du sollst mit diesen Bohnen zwei andere Säcke der gleichen Größe komplett füllen. Wie machst du das? Stecke einfach einen leeren Sack in den anderen und befülle ihn mit Kaffeebohnen. Eine große Summe Geld wurde aus dem Safe von Herrn Grün gestohlen. Die Polizei verdächtigt Alan. Aber der sagt, ich weiß nichts über Tresore und erst recht nicht, wie man sie öffnet. Ich bin ein einfacher Schmied. Der Detektiv glaubt ihm nicht und fordert Alan auf, es zu beweisen. Er gibt ihm eine Aufgabe, die mit seinem Beruf zu tun hat. Wenn er sie meistert, sagt er die Wahrheit. Alan bekommt 5 verschiedene Ketten. Jeder von ihnen hat 3 Glieder. Der Detektiv bittet Alan, aus diesen 5 Teilen eine Kette zu machen. Er darf aber nur 3 Glieder trennen und kombinieren. In kurzer Zeit hat Alan diese Aufgabe erledigt und er wird freigelassen. Wie hat er das gemacht?
Alan öffnete drei Glieder einer Kette und benutzte sie, um die restlichen vier Ketten miteinander zu verbinden. Welchen Streichholz musst du bewegen, um ein Quadrat zu bilden? Zieh dieses Streichholz ein wenig nach oben. Das ist ein perfektes Quadrat. Herr Bernard, ein berühmter Erfinder, lebte im 6. Stock eines Wohnhauses. Nach langen Monaten der Arbeit hatte er endlich eine Zeitmaschine gebaut. Er packte Essen, Wasser und andere notwendige Dinge ein und war bereit, seine Erfindung zu testen. Er stellte den Timer so, dass die Maschine ihn 500 Jahre zurück in die Vergangenheit bringen sollte. Herr Bernard wollte gerade auf Start drücken, als ihm ein Gedanke kam. Er nahm die Maschine und trug sie in seine Garage nach unten. Aber warum? So vermeidet der Erfinder Verletzungen. Vor 500 Jahren gab es noch keine so hohen Gebäude. Er würde also aus der Höhe des 6. Stocks auf den Boden fallen. Schau dir diese Jungs genau an. Einer von ihnen hat gelogen, als er sagte, dass er das grüne Smiley-Gesicht nicht auf den Zaun gemalt hat. Welcher von ihnen ist es? Es ist der Junge auf der linken Seite. Schau dir seine linke Hand an. Obwohl sie in seiner Tasche steckt, kannst du etwas von der grünen Farbe sehen. Bruno ging am Strand spazieren, als er eine Glasflasche fand. Das Ding sah alt aus. Er versuchte eine Zeit lang, sie zu öffnen. Schließlich gelang es ihm. Zu seinem Schock stieg ein Flaschengeist aus der Flasche auf. Ich werde dir drei Wünsche erfüllen, aber du darfst dir keine weiteren Wünsche wünschen. Bruno stimmte zu und schaffte es trotzdem, mehr als drei Wünsche zu bekommen. Wie hat er das gemacht? Sein erster Wunsch war es, dass der Geist ihm erlaubte, sich mehr Wünsche zu wünschen. Mehrere Vögel landeten auf Bäumen. Ein Vogel für einen Baum. Aber in diesem Fall hat einer von ihnen keinen eigenen Baum. Also gruppierten sie sich neu. Diesmal sollten zwei Vögel auf einem Baum sitzen. Aber dann blieb ein Baum frei. Wie viele Vögel und Bäume gibt es? Es gibt vier Vögel und drei Bäume. Detektiv Peter war einer der talentiertesten Detektive der Agentur. Er benutzte seinen kodierten Schlüssel, um in die Wohnung zu kommen, wo die geheimen Dokumente versteckt waren. Jonas, sein Assistent, hinterließ ihm eine verschlüsselte Nachricht mit dem genauen Standort der Dokumente. Sie sah genau so aus. Detektiv Peter entschlüsselte die Nachricht und fand die Dokumente. Wo waren sie versteckt? Auf dem Zettel steht unter dem Teppich im Studio. Der Detektiv las ihn einfach rückwärts und ignorierte die zusätzlichen Leerzeichen zwischen den Worten. Esme ging mal wieder allein im Wald spazieren und verlief sich. Nach einer Weile fand sie das Hexenhaus. Sie ging hinein, streichelte die Katze und bat die Hexe, ihr den Weg nach Hause zu zeigen. Die Hexe hatte eine Frage. Mit der richtigen Antwort durfte Esme heimgehen. Antwortete sie falsch, musste sie bei der Hexe und der Katze bleiben. Meine Urgroßmutter wurde 10 vor Christus geboren. Wie alt wurde sie 100 nach Christus? Sie wurde 109, weil es kein Jahr 0 gab. Nach 1 vor Christus kam 1 nach Christus. Sieh dir dieses Bild an und finde die Zähne. Da sind sie. Findest du das abweichende Gesicht? Da haben wir es. Okay, hier kommt noch eins. Welches Emoji ist anders? Dieses hier. Ich hoffe, du hast es gefunden.
Findest du auch hier das anders Aussehende? Da ist es. Eine Gruppe Schüler hatte Geschichtsunterricht. Mit Hilfe einer Zeitmaschine beobachteten sie verschiedene Zeitalter. Als der Lehrer kurz rausging, benutzten die Schüler die Zeitmaschine und landeten in verschiedenen Zeitaltern. Sieh dir die Bilder an und finde unsere Zeitreisenden. Erkennst du hier einen Schüler? Ha, guck mal der. Der Junge macht ein Selfie. Okay, das nächste. Was siehst du hier? Sieh dir dieses Mädchen an. Sie trägt Turnschuhe. Die gab es im alten Ägypten, glaube ich, noch nicht. Was ist mit diesem Bild? Findest du hier einen Schüler? Dieser Junge da trinkt Cola. Und das Letzte. Wer ist hier der Zeitreisende? Dieses Mädchen da hat rosa Haare. Sieh dir nun dieses Bild an und finde raus, was hier nicht stimmt. Schau mal das Alphabet auf der Tafel. Die Reihenfolge der Buchstaben stimmt nicht. E und F sind vertauscht. Was sagst du zu diesem Bild? Ja, ein Wolkenkratzer hat hier nichts verloren. Frau Meier fiel aus dem zweiten Stock ihres Hauses. Aua. Andrea lief gerade vorbei und sah es. Sie rief die Polizei und einen Krankenwagen und blieb bei der Frau, um nach ihr zu sehen. Das Mädchen sagte, sie hätte gesehen, wie Frau Meier Fenster geputzt hätte. Vermutlich war es ein Unfall, aber Kommissar Braun glaubte es nicht und sagte, dass sie gestoßen wurde. Wie kam er denn darauf? Das Fenster, aus dem sie fiel, ist geschlossen. Wäre es ein Unfall gewesen, wäre das Fenster noch offen, aber jemand hat es geschlossen. Eines Abends raubte jemand die Spielhalle aus. Es gab drei Verdächtige: Gesa, Conny und Chris. Gesa sagte, sie wäre tatsächlich in der Spielhalle gewesen, sei aber unschuldig. Conny sagte, sie hätte an dem Tag eine Verabredung gehabt und hätte auf die Uhr an der Wand geschaut, um 6:30 die Spielhalle zu verlassen. Chris sagte, er hätte gespielt und nichts mitbekommen. Wer lügt? Conny, das ist der Raum, über den sie sprach, aber wie du siehst, gibt es hier keine Wanduhr. Weiter geht's, sieh genau hin. Sieh her, die Frau spiegelt sich nicht im Spiegel. Wie seltsam. Was stimmt hier nicht? Der Kalender behauptet, der August hätte nur 30 Tage. Wo ist der 31. August geblieben? Was kannst du zu diesem Bild sagen? Es ist morgens, doch am Himmel funkeln Sterne, aber die kann man am Tage gar nicht sehen. Emily hatte einen Autounfall und verlor ihr Gedächtnis. Zwei Männer, Tobias und David, kamen, um sie aus dem Krankenhaus abzuholen. Jeder behauptete, ihr Freund zu sein. Weißt du, wer Emilys wahrer Freund ist? Vermutlich David. Er hat ein Tattoo mit ihrem Namen am Arm. Oh. Lisa wachte in einem Kerker auf und konnte sich an nichts erinnern. Sie sah eine Tür, doch sobald sie darauf zuging, bewegten sich die Wände.
Sie konnte entkommen, musste aber die letzten 6 Stellen des Zahlencodes eingeben. Weißt du, wie sie lauten? Die Kombination ist nur eine Reihe zweistelliger Zahlen. 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Die anderen Ziffern lauten daher 1, 6, 1, 7, 1, 8. Sie bilden 16, 17 und 18. In der ersten Zeile stehen die Buchstaben L, T, V und X. In der zweiten Zeile stehen A, F, H, K, N und Z. Welche Buchstaben müssten dieser Logik folgend in der dritten Zeile stehen? Die Buchstaben der ersten Reihe werden jeweils aus 2 geraden Linien gebildet und sie stehen in alphabetischer Reihenfolge. In der zweiten Zeile sind sie ebenfalls alphabetisch geordnet und bestehen aus 3 geraden Linien. In der dritten Zeile sollten also Buchstaben aus 4 geraden Linien stehen und zwar alphabetisch sortiert, also sind es E, M und W. Anna und Clara fahren mit dem Auto zur Arbeit und sind ganz schön spät dran. Wer macht etwas falsch? Anna, sie ist nicht angeschnallt. Leo und Luise haben ein Date, nachdem Luise einen Monat lang in London war. Die Frau fährt zu dem Restaurant, während Leon bereits da ist und auf sie wartet. Wer macht etwas falsch? Luise, sie fährt auf der linken Straßenseite. Hey, du bist nicht mehr in London. Jana bringt ihre Tochter zur Schule und Paula fährt mit ihrem Sohn zum Arzt. Wer macht etwas falsch? Jana, in ihrem Auto läuft eine Katze frei rum. Das Tier kann sich erschrecken und die Fahrerin kratzen oder sich unter den Pedalen verstecken. Das kann eventuell zu einem Unfall führen. Elena und Fiona kamen nach Hause, nachdem sie den Abend bei Freunden verbracht hatten, um für eine Prüfung zu lernen. Kannst du sagen, wer nicht gelernt hat und stattdessen auf einer Party war? Ich würde sagen, Fiona. Sie trägt ein Cocktailkleid, High Heels und Make-up. Eine Fußballmannschaft spielte 6 Spiele in der Saison. Sie gewannen 2, spielten 2-mal unentschieden und verloren 2 Spiele. Insgesamt kassierten sie 2 Tore und schossen selbst 2. Wie lauten die Endergebnisse der 6 Spiele? Jedes Mal, wenn sie verloren haben, müssten sie mindestens 1 Tor kassiert haben. Sie verloren 2 Spiele, ließen 2 Tore zu. Das bedeutet, in jedem Spiel war es 1 Tor. Das Ergebnis muss jedes Mal 0-1 gewesen sein. Weitere Tore haben sie nicht kassiert, also müssten die beiden unentschiedenen Spiele 0-0 ausgegangen sein. Bleiben uns noch 3 Tore für 2 gewonnene Spiele. In einem Spiel müssen sie 1-0 und in dem anderen 2-0 gewonnen haben. Nils arbeitet am Flughafen. Seine Aufgabe ist es, die Ausweise zu kontrollieren und verdächtige Personen nicht hereinzulassen. Sieh dir diese 3 Ausweise an und versuch herauszufinden, welcher gefälscht ist. Der 2. Personalausweis scheint mir sehr verdächtig. Einen 13. Monat gibt es nicht. Dieses Dokument ist nicht echt. Eines Abends gingen im Naturhistorischen Museum 3 Minuten lang die Lichter aus. Als das Problem behoben war, stellten die Mitarbeiter fest, dass ein seltenes, sehr teures Dinosaurierfossil gestohlen wurde. Die besten Ermittler der Stadt kamen und untersuchten den Fall. Sie hatten 3 Verdächtige und fragten sie, was sie getan hatten, als das Licht ausging. Agnes sagte, sie wäre auf der Toilette gewesen. Ben sagte, er wäre in einem anderen Raum gewesen, um sich Gemälde anzuschauen.
Emil sagte, er wäre in dem Raum mit dem Fossil gewesen, hätte aber nichts sehen können, weil es ja dunkel war. Wer lügt? Ben, in einem naturhistorischen Museum gibt es keine Gemäldegalerie. In einer Kleinstadt stahl jemand einen Eimer Chicken Wings aus einem Geschäft. Okay. Es gab drei Verdächtige. Alle waren Kunden, die an dem Morgen in dem Geschäft gewesen waren. Ein Ermittler stattete allen einen Besuch ab und befragte sie zu dem Vorfall. Herr Gruber sagte, er hätte es an diesem Morgen eilig gehabt, weil er wegen eines wichtigen Anrufs heim musste. Frau Kramer sagte, ihre Familie lebe vegetarisch, also hätte sie kein Interesse an Hühnchen. Und Hannah, eine Studentin, sagte, sie hätte nur ihren Orangensaft und ein Sandwich gekauft und wäre gegangen. Wer lügt hier? Es ist Frau Kramer. Sie behauptet, sie und ihre Familie wären Vegetarier, aber auf dem Tisch hinter ihr steht ein frisch zubereitetes Hühnchen. Sass. Sandra und Friedrich lieben Extremsportarten. Sandra will gleich mit einem Fallschirm aus einem Hubschrauber springen. Friedrich wird von einem Felsen in einen See springen. Wer ist in Gefahr? Friedrich, am Fuße des Felsens, von dem er springen will, sind Felsen im Wasser. Vorsicht! Eva hat drei Schwestern. Alle von ihnen sind Mütter. Eva hat eine Tochter, Elisa hat zwei Neffen und drei Nichten, Katja hat einen Neffen und drei Nichten und Antje hat einen Neffen und fünf Nichten. Wie viele Nichten und Neffen hat Eva? Eva hat keine Söhne. Das bedeutet, die Jungs teilen sich auf ihre Schwestern auf. Katja und Antje haben jeweils nur einen Neffen, während Elisa zwei hat. Das bedeutet, Elisa hat keine Söhne. Katja hat einen und Antje hat einen. Also hat Eva zwei Neffen. Katja hat drei Nichten, Antje hat fünf. Beide haben Elisa und Eva als Schwestern, also ergibt sich die Differenz, weil Katja zwei Töchter hat. Elisa hat drei Nichten, zwei davon sind Katjas Töchter, eine ist Evas Tochter. Antje hat also keine Tochter, aber Antje hat fünf Nichten. Eine davon ist Evas Tochter, zwei sind Katjas Töchter. Also muss auch Elisa zwei Töchter haben. Eva hat daher zwei Neffen und vier Nichten. Mein Kopf explodiert. Doris macht mit ihrer Freundin Theresa einen Strandurlaub. Eines Morgens sonnen sich die beiden Frauen am Wasser. Theresa holt sich in einem Café eine Limo, während Doris schwimmen geht. Als Doris zurückkommt, merkt sie, dass ihr Smartphone, das sie am Strand hat liegen lassen, verschwunden ist. Haben Sie mein Handy gesehen? Fragt sie den Mann, der sich nebenan sonnt. Nö, ich hab die ganze Zeit geschlafen. In diesem Moment kommt Theresa mit der Limo zurück. Sie sieht sich um und weiß sofort, wo Doris Handy ist. Wer hat es genommen? Es war tatsächlich der Mann. Vor dem Vorfall lag der Spaten links von ihm. Jetzt liegt er rechts. Außerdem befindet sich ein verdächtiger Haufen Sand daneben. Der Mann muss das Handy im Sand vergraben haben, um es später mitzunehmen. Theo lädt seine Freundin Alice, die eine Ausbildung zur Polizeibeamtin macht, auf eine Party ein. Die wird von seinem Freund Simon organisiert. Theo macht sich Sorgen, dass es auf dieser Party einen Dieb geben könnte. Den ganzen Abend über beobachtet Alice die Gäste aufmerksam. Am Ende der Party kann sie Theo den Dieb nennen. Hast du ihn auch erkannt? Es war der Gastgeber Simon. Zu Beginn der Party trug einer seiner Gäste eine Armbanduhr und diese Frau eine schöne Kette. Doch am Ende der Party war die Uhr schon an Simons Handgelenk und die Kette im Blumentopf. Kommissar Karl geht die Straße entlang, als er das Geräusch zerscheppernden Glases hört. Er sieht sich um und sieht eine große Menschenansammlung vor dem zerbrochenen Schaufenster eines Schmuckladens.
Der geschockte Besitzer steht noch davor. Der Beamte rennt auf ihn zu. Wurde irgendetwas gestohlen? Der Mann erklärt, er könne es noch nicht sagen. Doch Karl ruft direkt, ich muss los, einen Dieb fassen. Und eilt davon. Was hat er gesehen? Das Schaufenster wurde zerbrochen, um die Leute abzulenken. Alle haben weggesehen und nicht bemerkt, wie dieser Typ die Brieftasche des Mannes im Anzug gestohlen hat. Erst war die Brieftasche in seiner Tasche, jetzt ist der Dieb mit dem Portemonnaie in der Hand auf der Flucht. Die Polizei vermutet seit langem, dass Herr Huber ein Schmuggler ist und verbotene Gegenstände mit seiner Yacht transportiert. An diesem Tag sind sie sich sicher, dass sich die gesuchte Fracht auf seinem Schiff befindet. Mehrere Beamte treffen mit einem Durchsuchungsbefehl am Hafen ein, in dem Herr Hubers Yacht liegt. Sie untersuchen jeden Winkel des Schiffs, doch finden nicht, was sie suchen. Herr Huber grinst spöttisch, als er die Beamten verabschiedet. Plötzlich ruft der jüngste Polizist aus: Ich weiß, wo die Ladung ist! Was ist ihm aufgefallen? Die Fracht kann sich nur unter Wasser befinden, eingewickelt in eine Schutzhülle und an den Anker gebunden. Sieh dir diese Jungs aufmerksam an. Einer von ihnen lebt nicht allein. Wer ist es? Der Mann rechts. Er hat zwei Zahnbürsten. Der reiche Geschäftsmann Anton kommt mit sehr wichtigen Papieren ins Büro. Doch er hat ein Meeting und muss für mehrere Stunden weg. Er bittet seine Sekretärin, Ausschau nach allem Verdächtigen zu halten. Seine Konkurrenz könnte versuchen, in sein Büro einzubrechen und sich die Papiere anzusehen. Als er zurückkommt, erklärt seine Sekretärin ihm, dass alles still gewesen sei. Doch als der Mann sich umsieht, merkt er sofort, dass jemand in seinem Büro war. Die Sekretärin gesteht schließlich, dass sie während Antons Abwesenheit eingeschlafen war. Woher weiß der Geschäftsmann, dass jemand in seinem Büro war? Der Globus auf seinem Schreibtisch ist in die andere Richtung gedreht. Der erfolgreiche Geschäftsmann Wilhelm ist in einem teuren Restaurant zu Abend. Irgendwann geht er nach draußen, um einen wichtigen Anruf zu machen. Als er zurückkommt, ist seine Aktentasche mit allem Geld und seinen Papieren weg. Der Dieb kann nur ein anderer Kunde sein. Als die Polizei eintrifft, befragen die Beamten alle Personen, die sich im Restaurant aufhielten. Karen erklärt, sie habe ein neues Kapitel ihres Buchs geschrieben. Paul sagt aus, er habe in der Schlange zur Toilette gewartet. Doreen hatte bereits ihren Kaffee bezahlt und war dabei, sich ihren Mantel anzuziehen. Und Robert hatte einen Videocall mit seiner Freundin. Die Beamten brauchen nicht lange, um herauszufinden, wer der Dieb ist. Weißt du's? Der Verbrecher ist Paul. Außer ihm waren nur noch 4 weitere Gäste im Restaurant. Und sie waren alle beschäftigt. Wie konnte es da eine Schlange vor dem WC geben? Die Polizei wird informiert, dass einer der meistgesuchten Verbrecher, Klaus Laufer, ins Land kommen soll. Diesen Informationen zufolge soll er mit dem Flugzeug anreisen. Leider weiß die Polizei sehr wenig über ihn. Er ist klein, trägt eine Brille und reist unter falschem Namen. Kommissar Adam fährt zum Flughafen. Er nimmt 4 Personen fest, die der Beschreibung entsprechen. Es sind Herr Levy, Herr Refual, Herr Schneider und Herr Weiß. Sieh dir diese Männer genau an und versuch herauszufinden, wer der Verbrecher ist. Es ist Herr Refual. Sein Nachname ist tatsächlich der Name des gesuchten Verbrechers. Laufer, nur rückwärts. Eine Kommissarin sucht nach einem wichtigen Zeugen. Ohne ihn kann sie einen komplizierten Fall nicht lösen. Sie weiß nur, dass der oder diejenige linkshändig ist. Sieh dir diese Personen an und hilf der Beamtin, die Person zu finden, die sie braucht. Es ist die Kellnerin. Sie hält das Tablett mit der rechten Hand und bedient die Leute mit der linken, ihrer dominanten Hand. Sieh dir diese Prinzessinnen an und versuch herauszufinden, welche von ihnen falsch ist.
die Prinzessin rechts. Die Diademe der Prinzessinnen links und in der Mitte haben einen spiegelnden Glanz. Man sieht, dass sie aus Edelmetallen bestehen. Aber die Tiara der Eisprinzessin glänzt nicht. Sie ist aus Kunststoff. Ein Geschäftsmann kommt nach einer langen Reise in sein Büro. Er entdeckt, dass einige wichtige Dokumente von seinem Schreibtisch verschwunden sind. Er ruft sofort die Polizei und kurz darauf trifft ein Beamter ein. Nachdem er alle Angestellten befragt hat, hat er eine Liste mit drei Verdächtigen. Das sind die Buchhalterin Emma, die Rezeptionistin Sophia und der Verkaufsleiter Janosch. Doch alle von ihnen behaupten, sie seien nicht im Büro des Geschäftsmanns gewesen. Der Kommissar braucht nicht lange, um herauszufinden, wer lügt. Hast du eine Ahnung? Der Dieb ist Janosch. Beide Frauen tragen hohe Absätze im Büro, doch die Fußabdrücke stammen eindeutig von einem Paar Sneaker. Eine ältere Dame ruft die Polizei. Sie berichtet, dass sich jemand in ihr Haus geschlichen habe, während sie geschlafen hat. Der Einbrecher hätte das Geld mitgenommen, das sie in ihrem Küchenschrank versteckt hatte. Die Frau war sich sicher, dass es einer ihrer Nachbarn war. Die Polizei besucht alle von ihnen, doch jeder behauptet, den ganzen Tag zu Hause gewesen zu sein. Sieh dir ihre Häuser an und versuch herauszufinden, wer der Dieb ist. Tim lügt. Er war nicht zu Hause. Sein Auto war bereits neben dem Haus geparkt, als der Schnee die Einfahrt zugeschneit hat. Sieh dir diese Leute sorgfältig an. Wem gehört dieser Hund? Der Hundebesitzer ist der Typ in der Mitte. Er ist der Einzige, der nicht versucht, das Tier zu streicheln. Findest du heraus, wie viele Wassermelonen sich in diesem Bild befinden? Fünf. Gloria fällt durch ihren Mathe-Test. Zum Glück ist ihre Professorin eine verständnisvolle Frau. Sie bietet ihr einen Deal an. Wenn das Mädchen drei Rätsel lösen kann, gibt sie ihr doch noch eine gute Note. Gloria stimmt natürlich zu. Die erste Aufgabe besteht darin, die Lösung dieser Gleichung herauszufinden. Kannst du das auch? Die Lösung lautet 232. Gloria findet das schnell heraus und bekommt das nächste Rätsel. Die Schülerin sieht mehrere Zahlen, die aus Paaren bestehen. Wie lautet die letzte Zahl? Die letzte Zahl sollte eine 1 sein. Nach jedem Schritt verringert sich die Anzahl der Gelenke um 1. Zu guter Letzt gibt die Lehrerin Gloria mehrere Billardkugeln. Benutze nur 3 davon, um diese Gleichung richtig zu machen. Nach ein paar Minuten weiß Gloria die richtige Antwort. Weißt du, wie sie es gemacht hat? Das Mädchen hat die 9 umgedreht und eine 6 draus gemacht. Danach hat sie die Kugeln mit den Zahlen 13, 11 und 6 genommen und 30 herausbekommen. Glorias Cleverness hat ihr geholfen, die Prüfung zu bestehen. Du bist in einem Raum ohne Türen oder Fenster gefangen. Plötzlich füllt sich der Raum mit Wasser. Du siehst überall nach, findest aber keine Möglichkeit, es abzustellen. Du weißt, dass Hilfe unterwegs ist. Doch bis zu deren Ankunft sind es noch mindestens 5 Minuten. Du hast allerdings nur 2 Minuten Zeit, dann ist der gesamte Raum überflutet. Logischerweise kannst du den Atem nicht 3 Minuten lang anhalten. Du hast 3 Objekte zur Verfügung, aber nur eines davon kann dir das Leben retten. Wofür solltest du dich entscheiden? Einen Strohhalm, ein Seil oder einen leeren Eimer? Du solltest dich für den Eimer entscheiden. Setz ihn dir auf den Kopf. So schaffst du eine Luftblase, mit deren Hilfe du mehrere Minuten lang atmen kannst, bis Hilfe eintrifft. Du hast dich in einer Wüste verirrt. Es ist schon dunkel, doch das helle Mondlicht erhellt die Umgebung. Irgendwann siehst du einen Turm, doch ein böser Zauberer schaut aus dem Fenster. Er ruft dir zu: Wenn du dein Leben retten willst, löse mein Rätsel. Du musst die Höhe dieses Turms herausfinden. Du siehst dich um, doch findest nichts als ein paar abgebrochene Baumäste. Außerdem hast du eine Armbanduhr und deinen eigenen Schatten.
Was kannst du benutzen, um zu ermitteln, wie hoch der Turm ist? Dein Schatten hilft dir dabei. Du kannst seine Länge mit der Länge des Schattens des Turms vergleichen. Dann kannst du, da du deine eigene Größe ja weißt, die Höhe des Turms berechnen. Sieh dir diese Buchstabenreihe an. Welche drei Buchstaben folgen? Jeder Buchstabe ist ein Anfangsbuchstabe der Zahlwörter. Beginnend mit E für 1, Z für 2, D für 3, V für 4, F für 5, S für 6 und S für 7. Demzufolge lauten die folgenden A für 8, N für 9 und Z für 10. Sieh dir das Bild an. Wer ist ein Geist? Der rechte Mann. Er wirft keinen Schatten. Zwei Personen, Lydia und Gustav, saßen auf einer Bank. Ein Polizist kam zu ihnen und sagte, er hätte das Fahrrad bei ihnen bemerkt. Es wurde einem Mann nur ein paar Straßen weiter gestohlen. Er fragte, wer von beiden das Fahrrad entwendet hätte. Doch beide leugneten es. Weißt du, wer der Übeltäter ist? Sieh dir die Fußspuren an. Sie führen vom Fahrrad zu Lydias Platz. Also muss sie es geklaut haben. Nach einem Unfall litt Sabine unter Gedächtnisverlust. Drei Jungs kamen, um sie zu besuchen. Ihr Zwillingsbruder, ihr Cousin, den sie seit Jahren nicht gesehen hatte, und ein Typ aus der Schule, der auf sie stand, sie aber noch nie angesprochen hatte. Sieh dir die Brieftaschen an und entscheide, wer Sabines Bruder ist. Es muss dieser Junge sein. Er hat ein Bild von sich und ihr. Irgendein Junge aus der Schule hätte kein Foto. Auch nicht der verschollene Cousin. Das Foto ist noch relativ neu. Am Wochenende hatten Karin und ihre Freunde geplant, den Geburtstag eines Freundes online zu feiern. Aber Karin tauchte nicht auf. In der Schule wurde sie auf ihr Fehlen angesprochen. Sie meinte, Freitagabend wäre etwas geschehen und sie hätte das ganze Wochenende lang weder Internet noch Strom gehabt. Sie sagte, sie hätte die Gelegenheit genutzt, um zu lernen und hätte beide Tage am Computer gesessen, um ihre Hausarbeiten zu schreiben. Ihre Freunde glaubten ihr nicht. Warum? Wenn es keinen Strom gab, hätte sie auch nicht am Computer arbeiten können. Ein PC funktioniert ohne Strom nicht und der Akku eines Laptops hält keine zwei Tage. Leonie schickte versehentlich eine E-Mail an ihre Schwester statt ihre beste Freundin, wollte aber nicht, dass ihre Schwester sie las. Also stibitzte sie den Laptop, um die Mail zu löschen. Dummerweise brauchte sie ein Passwort. Zum Glück fand sie einen Hinweis. Mathe 2, Musik 2, Sport 4, 3, Französisch 2, 3. Wie lautet das Passwort? Jede Zahl steht für einen Buchstaben aus dem entsprechenden Wort. Der zweite Buchstabe in Mathe lautet A. Der zweite in Musik ist ein U. Der vierte und dritte Buchstabe in Sport sind R und O. Und der zweite und dritte in Französisch sind R und A. Das Passwort lautet Aurora. Esme ging in den Wald und verlief sich. Wie immer kam sie an dem Hexenhaus an. Täglich grüßte das Murmeltier. Sie ging hinein, sagte Hallo, streichelte die Katze und fragte nach dem Weg. Die Hexe schlug einen Handel vor. Esme sollte ihr brandneues Rätsel lösen und sie half ihr dafür aus dem Wald. Schaffte Esme es nicht, sollte sie für immer da bleiben. Die Hexe verband Esme die Augen. Auf dem Tisch lag eine unbekannte Anzahl an Münzen. 6 lagen mit Kopf nach oben, alle anderen mit Zahl. Esme sollte mit verbundenen Augen die Münzen in 2 Stapel aufteilen, dass auf jedem die gleiche Anzahl mit dem Kopf oben lagen. Wie schafft sie das?
Also, da 6 Münzen mit dem Kopf nach oben liegen, nimmt Esme zufällig 6 Münzen und dreht sie um. Egal wie viele Münzen da sind und wie viele Kopfmünzen sie dabei hat, es funktioniert immer. Die Anzahl der Zahlmünzen bei ihren 6 Münzen ist nämlich identisch mit der Anzahl der restlichen Kopfmünzen im anderen Stapel. Wenn sie sie umdreht, gleichen sie sich aus. Elsa kam auf einer Urlaubsinsel an. Alle Einheimischen sagten immer die Wahrheit und alle Touristen logen. 2 Mädchen kamen auf sie zu und die eine sagte: Hey, ich heiße Susi. Ich bin Touristin und das ist Tina. Sie ist eine Einheimische. Kannst du sagen, ob die Mädchen Einheimische oder Touristen sind? Da die Einheimischen immer die Wahrheit sagen, würden sie sich selbst nie als Touristen bezeichnen. Susi muss also eine Touristin sein. Wenn sie über sich selbst die Wahrheit gesagt hat, muss das über Tina gelogen sein. Tina ist also auch eine Touristin. Vanessa Dreyer war eine reiche junge Frau. Sie liebte Schmuck und bewahrte eine Kollektion ihrer Lieblingsstücke in einer Vitrine im Ankleidezimmer auf. Eines Morgens kam sie herein und sah, dass das Glas zerbrochen und der Schmuck verschwunden war. Die Polizei hatte 3 Verdächtige. Die Putzfrau von Frau Dreyer, Wilma, die täglich das Haus putzte. Frau Dreyers beste Freundin Katja, die einen Schlüssel zum Haus besaß. Und ihre Cousine Sophie, die ihren Urlaub bei Frau Dreyer verbrachte. Wilma sagte, dass am Vorabend, als sie gegen 22 Uhr den Raum gereinigt hatte, noch alles in Ordnung gewesen wäre. Katja sagte, sie wäre seit Tagen nicht im Haus gewesen. Sophie erwiderte, es wäre nicht ihre Art, aus Häusern andere Leute Schmuck zu stehlen. Wer hat den Schmuck entwendet? Es war die Putzfrau. Scheinbar hat sie gleich, nachdem sie das Glas zerbrochen und den Schmuck gestohlen hatte, auch noch die Scherben aufgeputzt. Es war ein stürmischer Abend. Alina und ihre Schwester waren noch wach und sahen sich eine Seifenoper an. Zwischendurch kam der Wetterbericht. Die Wetterfee sagte 2 weitere Tage Regen voraus. In 72 Stunden sollte es dann aber klar und sonnig sein. Alina drehte sich zu ihrer Schwester um und sagt, dass die Wetterfee sich irrte. Und Alina hatte recht. Woher konnte sie das wissen? In 72 Stunden wird es genauso spät sein wie in diesem Moment. Es wird also Nacht sein. Demnach kann unmöglich die Sonne scheinen. Familie Müller grillt in ihrem Garten. Sie haben frischen Orangensaft gepresst und Gesa behauptet, sie könnte den Unterschied zwischen frisch gepresstem und abgestandenem Saft schmecken. Sie bittet ihre Familie, sie zu testen. Ihr werden die Augen verbunden. Ihr Bruder bringt ihr älteren Saft aus dem Kühlschrank und lässt sie probieren. Dann gibt ihr den frisch gepressten Saft. Gesa registriert den Unterschied. Wie? Der ältere Saft aus dem Kühlschrank ist kälter als der frische, der im Garten stand. Herr Tabbert war ein strenger Lehrer. Elektronische Geräte waren in seinem Unterricht strikt verboten und er las alle Zettelchen laut vor. Also mussten die Schüler sich etwas ausdenken. Einmal las er folgende Botschaft: 1, 17, 3, 33, 37, 38, 9, 5, 20, 18. Ich liebe dieses Buch. Ich lese es jeden Montag. Kannst du sie dekodieren? Die Zahlen stehen für die Stelle des Buchstaben im Satz. Der erste ist ein I, der 17. ein C, der dritte ein H, der 33. ein M, der 37. ein A, der 38. ein G, der 9. ein D, der 5. ein I, der 20. ein C und der 18. ein H. Die Nachricht lautet: Ich mag dich. Oh. Es war ein ruhiger Tag. Es hatte gerade zu regnen begonnen, als Herr Janke die Polizei rief. Er sagte, jemand sei ihm aufgefahren und einfach verschwunden.
Als die Polizei ankam, war die einzige Person im näheren Umkreis ein Mann, der seinen Reifen zu wechseln versuchte. Herr Jahnke sagte, dieser Mann wäre ihm hinten reingefahren. Dieser behauptet jedoch schon seit geraumer Zeit an seinem Auto zu arbeiten. Weißt du, wer lügt? Es ist der Mann, der sein Auto repariert. Es hatte gerade erst begonnen zu regnen. Wenn er schon eine Zeit lang dort gestanden hätte, wäre der Boden unter seinem Auto trocken. Aber er ist nass. Also ist er gerade eben erst angekommen. Britta veranstaltete ein Kostümfest. Ein Polizist platzte in die Party und sagte, er würde nach einem Dieb suchen, der sich als Gast ausgeben würde. Sieh dir die Person genau an und sage, wer der Hauptverdächtige ist. Sieh dir diesen Mann an. Im Gegensatz zu allen anderen Gästen passt sein Kostüm gar nicht zusammen. Er trägt einen Cowboyhut und die Jacke vom Joker. Vielleicht hat er sich einfach geschnappt, was er auf die Schnelle finden konnte. Yvonne unternahm eine Geschäftsreise und bat ihren Freund David, eine ganz besondere Schokolade von einem Mann, der nur einmal im Monat mittags kam, zu kaufen. Doch an dem Tag war David damit beschäftigt, Videospiele zu zocken und vergaß es. Yvonne fragte ihn, ob er die Köstlichkeit gekauft hätte. Er antwortete, die Schokolade wäre bereits ausverkauft gewesen. Er schickte ihr sogar ein Foto aus dem Park, um zu beweisen, dass er dort gewesen war. Yvonne sah sich das Foto an und wusste sofort, dass er log. Woher? Die Schatten sind viel zu lang. Es kann gar nicht mittags sein, da die Schatten mittags verschwinden. Die Uhr wurde vermutlich mit Photoshop bearbeitet. 5 Schüler standen in einer Reihe. Andrea steht nicht neben Clara. Beate steht nicht neben Doreen oder Clara. Weder Clara noch Beate stehen neben Emily. Von dir aus gesehen steht Doreen links neben Emily. Ordne die Namen richtig zu. Andrea steht nicht neben Clara. Also streichen wir das bei Andrea und Clara schon mal aus der Tabelle. Beate steht nicht neben Doreen und Clara. Doreen und Clara stehen nicht neben Beate. Clara oder Beate stehen nicht neben Emily. Und Emily steht nicht neben ihnen. Das heißt, Beate und Clara haben jeweils nur einen Nachbarn. Sie stehen also an den Seiten. Aber wir wissen nicht, wer links und wer rechts steht. Probieren wir einfach beides. Beate steht neben Andrea. Neben Clara steht Doreen. In beiden Fällen steht Emily also in der Mitte. Bedenken wir nun, dass Doreen links neben Emily steht, ist die erste Reihenfolge korrekt. Clara, Doreen, Emily, Andrea und Beate. Puh. Mr. Wilsons Firma hat seit neuestem finanzielle Probleme. Eines Tages rief der Mann die Polizei. Er sagte, jemand sei in sein Büro eingebrochen. Sie haben meinen Safe mit all meinem Geld gestohlen. Die Beamten fragten ihn, wie er darauf komme, dass es mehrere Täter waren. Naja, mein Safe wäre für eine Person zu schwer gewesen. Die Polizei wusste sofort, dass Mr. Wilson log. Wie? Wäre der Safe wirklich so schwer gewesen, hätte er wohl Abdrücke im Teppich hinterlassen. Nachdem eine Bank ausgeraubt wurde, fand die Polizei eine Tasche mit dem Geld im Park unter Kakteen. Die Beamten verhafteten 3 Verdächtige, brauchten aber nicht lange, um herauszufinden, wer die Bank ausgeraubt hatte. Weißt du, wer es ist? Der Mann links. Er ist der Einzige mit ein paar Kratzern. Die müssen von den Kakteen kommen. Die Polizei verdächtigte Deborah, in Diamantenschmuggel aus dem und ins Land involviert gewesen zu sein. Beweise gab es allerdings nicht. Deshalb beobachtete Detective Taylor die Frau, um etwas Stichhaltiges herauszufinden. Eines Tages sah er, wie Deborah in ein Haus ging. Als sie es wieder verließ, konnte er allerdings keine Diamanten entdecken. Sie muss sie im Haus gelassen haben. Wie hat sie das gemacht?
Deborah trug Stiefel mit abnehmbaren Absätzen. Dort drin waren die Diamanten versteckt. Sieh dir dieses Bild an und versuche herauszufinden, wer die Mutter dieses Typen ist. Die Frau rechts ist auf jeden Fall ein Mensch. Sie kann unter Wasser nicht atmen. Der Typ scheint damit aber kein Problem zu haben. Er lächelt und sieht entspannt aus. Außerdem hat er Kiemen. Die Meerjungfrau ist wohl seine Mutter. Detective Martin wollte einen Hochzeitsring für seine Verlobte aussuchen, als ein Mann mit schwarzer Maske in das Juweliergeschäft stürmte. Er zwang die Besucher zu Boden und nahm sich den teuersten Schmuck und das Geld. Danach sah Martin den Mann mit einem roten Motorrad flüchten. Der Detective sprang in sein Auto und nahm die Verfolgung auf. An einem Punkt kam er an eine Kreuzung. Wo sollte er jetzt hinfahren? Plötzlich sah Martin ein Auto aus der entgegengesetzten Richtung kommen. Er fragte den Fahrer, ob er ein rotes Motorrad gesehen habe. »Nee, ich habe nur ein silbernes Cabrio gesehen, sonst nichts.« Danach bog eine Frau mit ihrem grauen Auto von links ein. Auch sie sagte, sie habe das rote Motorrad nicht gesehen, dafür aber ein gelbes Motorrad und eine Fahrradgruppe. Und ein Mann, der von rechts kam, meinte, er habe nur einen großen blauen LKW gesehen. In welche Richtung ist der Räuber geflüchtet? Das Motorrad kann nur im blauen LKW sein. Ein einzigartiger Diamant wurde in einem berühmten Museum ausgestellt. Er wurde stets bewacht und nur eine Gruppe aus 10 Leuten durfte den Raum betreten. Nachdem eine Gruppe den Raum verließ, ging der Alarm los. Die Sicherheitskräfte rannten in den Raum und fanden einen jungen Mann vor. Sie durchsuchten ihn, fanden aber nur ein paar Rechnungen, ein Feuerzeug, eine Flasche mit Limo, eine Kamera und ein Handy in seiner Tasche. Die Sicherheitskräfte mussten den Mann gehen lassen. Am nächsten Morgen wurde jedoch verkündet, dass der Diamant gestohlen wurde. Wie ist das passiert? Der Mann ersetzte den echten Diamanten mit einem Duplikat und versteckte den echten in seiner Limoflasche. Mr. Raymond Lopez, ein reicher Geschäftsmann, verlangte umgehend nach seinem Assistenten. Doch der hat Urlaub außerhalb der Stadt gemacht. Es war Mittwoch, als Mr. Lopez ihm einen Brief geschrieben und ihn gebeten hatte, so schnell wie möglich zurückzureisen. Jetzt ist schon Sonntag und immer noch kein Assistent in Sicht. Lopez wollte sich nach dem Urlauber erkundigen. Als er ankam, ging es seinem Assistenten offensichtlich gut, der gerade am Packen war. »Oh, Mr. Lopez, ich habe Ihren Brief erst gestern bekommen. Ich wollte in einer halben Stunde zurückreisen.« »Du bist gefeuert. Ich brauche keine Leute, denen ich nicht vertrauen kann. Du wolltest nur länger Urlaub machen, das ist alles.« Wie kam Mr. Lopez darauf? Der Kalender auf dem Tisch des Assistenten zeigt, dass heute Montag, der 4. November ist. Sonntags werden keine Briefe zugestellt. Er hat also gelogen. Eine weitere Bank in einer Großstadt wurde ausgeraubt. Ein Detective knöpfte sich den Hauptverdächtigen vor. Ich habe mich schon die ganze Woche unwohl gefühlt und deshalb mein Apartment seit 3 Tagen nicht mehr verlassen. Nicht mal zum Essen kaufen. Mein Kühlschrank ist voll. Sehen Sie nach. Gesagt, getan. Er öffnete seinen Kühlschrank. Doch dem Detective fiel etwas Seltsames auf und er wusste, dass der Mann log. Er verhaftete ihn. Was ist ihm aufgefallen? Na, zuerst einmal sieht das Brot auf dem Tisch frisch aus. Und wäre der Mann wirklich seit 3 Tagen drin gewesen, wäre der Kühlschrank doch nicht mehr so voll. Zumindest bei mir nicht. Ein Kunstexperte bezahlte bei einer Auktion viel Geld für ein Gemälde, das eigentlich nichts wert war. Das wusste er auch. Er galt als ehrlicher Mann und hatte keine kriminellen Absichten. Warum hat er dieses Bild gekauft? Auch wenn das Bild nichts gekostet hatte, war es der Rahmen, der ein Vermögen wert war. Nachdem in der Stadt einige Verbrechen passiert sind, stattete die Polizei dem Hauptverdächtigen einen Besuch ab. Er lebte auf dem Land. Als die Beamten das Haus betraten, fanden sie niemanden darin. Sie durchsuchten das gesamte Gebäude, sogar den Dachboden, der einer Müllhalde glich. Danach entschieden sie zu warten, bis der Besitzer nach Hause kommen würde. Einer der Beamten ging etwas Wasser kaufen. Als er zurückkam, erzählte er dem Rest seiner Kollegen, dass die Durchsuchung abgeblasen werden kann. Warum?
Als die Polizei eintraf, waren die Fenster des Dachbodens geschlossen. Doch nun sind sie offen. Der Verbrecher muss sich also im Dachboden versteckt haben und dann über die Fenster geflüchtet sein. Zwei Personen stehen am Fluss. Beide wollen auf die andere Seite. Doch das Boot hält nur eine der beiden Personen über Wasser. Trotzdem schaffen sie es beide über den Fluss. Wie? Sie standen an gegenüberliegenden Ufern. Detective Adams ging in den Park, um sein Mittagessen in der Sonne zu genießen. Doch dann bemerkte er drei Männer, die um einen Brunnen rannten. Jeder von ihnen schrie: Dieb! Schnapp den Dieb! Der Detective war verwirrt. Wer war nun der richtige Dieb? Er entschloss sich, das Ganze weiter zu beobachten. Nach einer Weile verringerte sich der Abstand zwischen den Männern. Detective Adams wusste nun, wer der richtige Dieb war. Du auch? Wäre der dritte Mann der Dieb gewesen, hätte der zweite sich einfach nur umdrehen müssen, um ihn zu schnappen. Das gleiche gilt für den zweiten Mann. Das heißt also, der Mann an der Spitze muss der Dieb sein. Wie kannst du einen ganzen Apfel in eine Glasflasche bekommen, ohne ihn zu schneiden oder das Glas zu zerbrechen? Stülpe eine Flasche über den Ast eines Apfelbaums im Frühling und dann warte einfach, bis drinnen ein Apfel wächst. Scott, ein berüchtigter Einbrecher, kam eines Abends nach Hause. Erst einen Tag zuvor hat er ein paar teure Gemälde aus Mr. Smiths Haus gestohlen. Er war in seinem Wohnzimmer, als er die Polizei an seine Wohnung treten sah. Scott gab seiner Frau Anweisungen und schlüpfte schnell aus der Hintertür. Als der Beamte an der Tür klopfte, sagte ihm Scotts Frau: Mein Ehemann ist schon seit einer Woche weg. Er sollte heute nach Hause kommen. Und prompt kam Scott nach Hause. Er umarmte seine Frau, als hätten sie sich ewig nicht gesehen. Doch die Polizei glaubte dem Theater nicht. Warum nicht? Sieh dir den Hund an. Wäre sein Herrchen über eine Woche weg gewesen, würde er jetzt wie wild durch die Gegend hüpfen. Doch das Tier hat Scott ja erst vor ein paar Minuten gesehen und ist deswegen kein bisschen aufgeregt. Wenn es um Mitternacht regnet, kannst du davon ausgehen, dass es in 72 Stunden wieder sonnig sein wird? Nee, in 72 Stunden ist ja wieder Nacht. Detective Lee wurde in einen Familienbetrieb gerufen. Die Besitzerin erzählte ihm ihre Version der Geschichte. Ich war nur für ein paar Minuten in der Küche. Als ich zurückkam, war alles Geld aus der Kasse gestohlen. Zu der Zeit waren nur drei Besucher im Café. Alle waren Frauen. Als der Detective sie fragte, wer das Geld geklaut hatte, riefen alle: Sie war's! Die erste Frau fügte hinzu: Die Besitzerin ist meine Freundin. Wie könnte ich ihr das antun? Die zweite Frau sagte: Ich habe aus dem Fenster geguckt und meinen Kaffee getrunken. Ich habe nichts gesehen. Und die dritte Frau gab an: Ich würde nie etwas stehlen. Wer von euch hat das Geld geklaut? Detective Lee hat schnell herausgefunden, dass die Diebin die zweite Frau war. Erstmal haben die anderen beiden Frauen auf sie gezeigt. Und zweitens behauptete sie, dass die erste Frau das Geld gestohlen hatte. Doch hätte sie wirklich aus dem Fenster geguckt, wie würde sie sich so sicher sein können? Während eines Feuers wurde noch eine Bank ausgeraubt. Der Sicherheitsbeamte sagte der Polizei, dass er einen Sack Geld in Sicherheit bringen wollte. Er musste kriechen, um nicht zu ersticken. Doch als sich die Brandtür öffnete, stieß sie ihn am Kopf. Als er wieder zu sich kam, war das Geld verschwunden. Was gefiel der Polizei an seiner Geschichte nicht? Alle Brandtüren öffnen sich nach außen. Eine junge Dame hat dieselbe Anzahl an Brüdern und Schwestern. Doch jeder ihrer Brüder hat halb so viele Brüder wie Schwestern. Wie viele Schwestern und Brüder gibt es denn nun in der Familie? Es sollten 4 Schwestern und 3 Brüder sein. Oh oh, jemand hat teuren Schmuck aus dem Hotelzimmer von Fräulein Doris gestohlen. Es geschah gegen 6 Uhr morgens. Als die Polizei ankam, erzählte der Hotelbesitzer, dass es am Morgen heftig geschneit hatte. Der Schnee hatte alle Beweise zerstört. Plötzlich erspähte ein Polizist einen berüchtigten Dieb. Er wurde wegen mehrerer Einbrüche verdächtigt, doch bisher konnte ihm nichts nachgewiesen werden.
Der Mann leugnete, im Hotel gewesen zu sein. »Ich bin erst vor 30 Minuten angekommen«, behauptete er. Die Polizisten wussten aber sofort, dass er log. Woher? Auf seinem Auto liegt eine dicke Schneeschicht. Wäre er zum Hotel gefahren, wäre der Schnee auf der Haube geschmolzen bzw. davongeweht worden. Und da jetzt die Sonne scheint, kann es kein neuer Schnee sein. Du wanderst durch einen Wald und suchst die Bushaltestelle. Plötzlich triffst du einen Mann. Er verrät dir, dass du bald an eine Kreuzung kommen wirst. Dort steht ein Wegweiser. Der rechte Wegweiser lügt, der linke sagt die Wahrheit. Etwas später kommst du an diese Kreuzung. Auf dem rechten Schild steht zur Bushaltestelle. Auf dem linken steht in den Wald. Wo ist die Haltestelle? Wenn das rechte Schild lügt und dich das linke zurück in den Wald leitet, musst du geradeaus gehen, um zur Bushaltestelle zu gelangen. Daniel ist ein Künstler. In letzter Zeit hatte er Geldprobleme. Daher musste er das letzte wertvolle Stück, was er besaß, verkaufen. Ein teures Bild eines Künstlers aus dem 17. Jahrhundert. Der Käufer zeigte die Leinwand seinem Freund Matthias. Er ist Polizist. Nachdem er das Bild genau betrachtet hatte, fragte er nach Daniels Adresse. Er suchte den Künstler auf und fragte ihn, woher er das Gemälde hatte. Der Mann sagte, »Ich habe es von meinem Opa geerbt.« »Du lügst«, sagte der Polizist. »Das hast du selbst gemalt.« Wie kam er darauf? In dem Bild sind Stromleitungen zu erkennen, doch die gab es im 17. Jahrhundert noch nicht. Die Polizei erfuhr, dass ein Diamantenschmuggler über den größten Flughafen der Stadt das Land verlassen wollte. Sie wussten weder, wer er war, noch wohin er wollte. Daher durchsuchten sie das Gepäck von jedem Reisenden. Die meisten Menschen waren wütend und genervt. Nur ein Mann war ruhig und zuvorkommend. Die Sicherheitsbeamten fanden nichts Auffälliges in seinem Gepäck, doch nachdem der Mann den Aufkleber überprüft auf seinen Koffer bekam, bat die Polizei, ihn ihnen zu folgen. Sie verdächtigten ihn, der gesuchte Schmuggler zu sein. Wie kamen sie darauf? Während der Sicherheitsbeamte den Aufkleber am Koffer anbrachte, steckte der Mann heimlich seinen Mantel in das Gepäck. Die Diamanten waren bestimmt in seiner Jacke. Herr Kaufmann, ein reicher Mann, der Antiquitäten sammelte, bestellte Detektiv Meyer zu sich. Als der Detektiv ankam, sagte der Sammler, »Ich habe gerade eine wertvolle Statue erhalten, aber ich muss für eine Woche geschäftlich verreisen. Ich befürchte, jemand könnte bei mir einbrechen. Die Nachbarn sind alle verdächtig.« Die Statue ist natürlich versichert, aber trotzdem. Detektiv Meyer hatte noch andere wichtige Aufträge und versprach am Abend wiederzukommen. Doch als er einige Stunden später zurückkehrte, jammerte Herr Kaufmann. Ich war kaum eine Stunde weg. Ich habe meine Schwester zum Arzt gefahren. Aber als ich zurückkam, war die Statue verschwunden. Detektiv Meyer glaubte dem Sammler nicht. Warum? Als er das Haus am Nachmittag verließ, fiel ihm ein Apfel in der Auffahrt auf. Um mit dem Auto herauszufahren, hätte das Tor geöffnet werden müssen. Das bedeutet, Herr Kaufmann war gar nicht mit dem Auto unterwegs. Er hat gelogen. Ein Mann mit einem Verband um den Kopf kam zur Polizei. »Ich wollte trampen. Da hielt ein Auto an. Der Fahrer bat mich nachzusehen, ob sein Reifen platt sei. Ich beugte mich herunter und er schlug mir eine auf den Kopf. Als ich zu mir kam, waren mein Geld und Handy weg. Soweit ich mich erinnere, hatte er ein großes Auto, buschige Augenbrauen und einen Schnurrbart.« Die Polizei entdeckte den Verdächtigen in einem Café, aber der Mann stritt alles ab. Er sagte, er hätte vor 2 Wochen den Reifen gewechselt und seither das Auto, das neben dem Café parkte, nicht bewegt. Die Polizisten wussten sofort, dass er log. Aber woher?
neben dem Café steht Parken verboten. Kein Auto würde dort 2 Wochen stehen bleiben. Herr und Frau Wilhelm mussten eine Geschäftsreise unternehmen. Es handelte sich um ein spontanes, dringendes Anliegen. Sie hatten also keine Zeit, ihr Geld zur Bank zu bringen und legten es unter dem Fußabtreter ab. Als sie zurückkamen, war es verschwunden. 3 Personen waren während ihrer Abwesenheit in der Wohnung. Ihr Nachbar, der ihnen half, den Fernseher zu reparieren, die Haushälterin, die die Wohnung reinigte, und ein Elektriker, der ein Problem mit der Beleuchtung behob. Wer stahl das Geld? Es war die Haushälterin. Sie war die Einzige, die einen Grund gehabt hat, unter den Fußabtreter zu schauen. Laura nahm an einem Experiment teil. Sie wurde in einen Raum eingeschlossen und musste ein Rätsel lösen, um herauszukommen. Auf dem Tisch lag ein Zettel mit Zahlen. 11, 69, 96 und 88. Sie sollte herausfinden, was sie gemeinsam hatten. Weißt du es? Auf dem Kopf stehend sind es immer noch dieselben Zahlen. Ein Mann auf einem Motorrad fuhr in das Schaufenster von Herrn Reuter, schnappte sich ein Dutzend teurer Uhren und türmte. Als die Polizei ankam, äußerte Herr Reuter den Verdacht, dass es sein Neffe Patrick war. Die Polizisten statteten ihm einen Besuch ab. Wegen des Starkregens kamen sie erst 1 Stunde später an. Patrick war mit einem Freund zu Hause. »Sehen Sie sich das Wetter an! Ich war seit gestern nicht draußen!« Patricks Freund bestätigte seine Aussage. Die Polizisten verhafteten Patrick trotzdem. Warum? Sein Helm hängt noch an seinem Motorrad. Hätte er dort seit dem Vortag gehangen, müsste er voll Regenwasser sein. Sieh dir diese beiden Frauen und ihre Kühlschränke an. Eine von ihnen hatte bis vor kurzem nie genug Geld. Vor 1 Monat hat sie im Lotto gewonnen. Welche ist es? Es ist die linke Frau. High Heels, ein modisches Kleid und ein bis zum Rand gefüllter Kühlschrank. Sie sieht wie ein Mensch aus, der gerade zu viel Geld bekommen hat. Sieh dir diese Personen am Schwimmbecken an. Sie alle scheinen wohlhabend zu sein. Tatsächlich ist aber nur einer von ihnen ein Millionär. Das Mädchen unter der Palme trägt viel Schmuck, aber das Gold ist nicht echt und hinterlässt grüne Flecken auf ihrer Haut. Das Mädchen, das am Pool entlang geht, trägt Sandalen mit einem großen Logo, aber der Markenname ist falsch geschrieben. Es ist also eine Fälschung. Der Typ auf der Luftmatratze spielt ein Handyspiel, doch statt eines Apfels ist eine Erdbeere auf seinem Gerät zu erkennen. Der Mann, der die Pflanzen gießt, ist der gesuchte Millionär. Aus seiner Tasche hängt ein Mercedes-Autoschlüssel und außerdem hat er dem Kellner 100 Euro Trinkgeld gegeben. Emil und seine Freundin Anne erkundeten eine Höhle und verliefen sich. Nach einiger Zeit trafen sie 2 Personen, einen Mann und eine Frau. Der Mann hatte einen Bart und sah zerlumpt aus. Er hatte eine Schaufel in der Hand. »Ich stecke hier seit 1 Woche fest. Ich weiß, wie wir rauskommen, aber ich brauche eure Hilfe. Folgt mir!« Die junge Frau rief, »Vertraut ihm nicht! Er ist ein Verbrecher! Folgt mir! Ich bin schon länger hier als er! Ich weiß, wo der Ausgang ist!« Wem sollten sie vertrauen? Emil und Anne sollten dem Mann folgen. Wenn das Mädchen über 1 Woche in der Höhle gewesen sein will, wie kommt es dann, dass sie so ordentlich aussieht und frische Blumen im Haar hat? Aus einer Bank wurden mehrere Goldbarren gestohlen. Die Polizei hatte einen Verdacht, wo das Gold sein könnte und wer es entwendet hat. Ohne Zeit zu verlieren, suchten sie den Verdächtigen auf. In der Eile vergaßen sie aber, einen Durchsuchungsbefehl mitzubringen. Der Mann verweigerte ihnen den Zutritt. »Kommen Sie mit einem Durchsuchungsbefehl und ich lasse Sie rein!«
Eine Stunde später kamen die Polizisten mit dem nötigen Dokument. Sie durchsuchten das ganze Haus und den Garten, fanden das Gold aber nicht. Plötzlich rief einer der Ermittler: Ich weiß, wo er das Gold versteckt. Weißt du es auch? Das Gold ist im Pool. Als die Polizei zum ersten Mal kam, war weniger Wasser im Pool. Ein Mann nimmt jeden Tag seinen Rasierer zur Hand. Trotzdem hat er einen dicken, langen Bart. Wie ist das möglich? Der Mann ist Barbier. Er rasiert seine Kunden, nicht sich selbst. Eines Tages verschwand ein berühmter Fußballtrainer direkt aus der Umkleidekabine. Die Ermittler hatten drei Verdächtige. Alle gehörten zu seinem Team. Boris sagte, er wäre nach dem Training auf dem Platz geblieben, um noch ein bisschen weiter zu üben. Er war noch gar nicht in der Kabine. Andreas schwor, er wäre direkt vom Platz losgegangen, um seine Freundin zu treffen. Jan behauptete, der Trainer wäre noch da gewesen, als er die Kabine verlassen hatte. Wer ist hier der Täter? Es ist Andreas. Er sagte, er wäre ohne in die Kabine zu gehen gegangen. Aber warum trägt er dann nicht mehr sein Trikot, sondern einen Anzug? Fünf Personen wurden gebeten, über einen Bleistift, der am Boden lag, zu steigen. Doch aus irgendeinem Grund schafft es keiner. Weißt du warum? Der Bleistift liegt zu nah an der Wand. Ach, wie gemein. Miss Harrison rief die Polizei und berichtete, dass jemand in ihr Haus eingebrochen sei. Als die Beamten eintrafen, war die Frau an einem Stuhl gefesselt. Sie sagte, dass der Einbrecher ein Mann in einer schwarzen Maske gewesen sei und sie bewegungsunfähig gemacht habe. Danach habe er alles gestohlen und sei geflüchtet. Doch die Polizei glaubte Miss Harrison nicht und verhaftete sie für die Falschaussage. Warum? Wenn sich die Frau nicht bewegen konnte, wie konnte sie dann die Polizei rufen? Heute ist Haleys Geburtstag. Ihre Eltern versprachen ihr ein Geschenk. Doch zuerst musste sie es auch finden. Um dem Mädchen zu helfen, gaben sie ihr eine Notiz. Darauf stand: Iden Keschken Itzmi Legler Trekstev. Wo sollte das Mädchen nach ihrem Geschenk suchen? Klingt, als kämen ihre Eltern aus Skandinavien, aber nur, weil sie einen Buchstabensalat aus jedem Wort gemacht haben. Stellt Haley die Buchstaben richtig um, bekommt sie konkrete Anweisungen. Dein Geschenk ist im Keller versteckt. Sydney hat ihrer Mutter erzählt, dass sie übers Wochenende mit ihrer Gymnastikgruppe in ein Sportcamp fährt. Mrs. Stevenson kannte ihre Tochter gut und wusste, dass das nur eine Ausrede war. Sydney wollte ihr Wochenende nämlich mit ihrem Freund verbringen. Trotzdem half sie ihrer Tochter beim Sachenpacken. Als das Mädchen zurückkam, war sie sauer auf ihre Mutter, weil die Zahnbürste in der Tasche fehlte. Und da wusste Mrs. Stevenson, dass sie recht hatte und Sydney nicht auf einem Sportausflug war. Wie hat sie das rausbekommen? Als sie die Sachen ihrer Tochter gepackt hat, hat sie die Zahnbürste in die Sporttasche getan. Wäre Sydney wirklich auf einem Sportcamp gewesen, hätte sie diese Tasche geöffnet und die Zahnbürste entdeckt. Hat sie aber nicht, das heißt, sie hat wohl keinen Sport getrieben. Sieh dir diese Leute an, die ihren Einkauf erledigen. Eine Person hat eine Wassermelone gestohlen. Weißt du welche? Es muss der Typ rechts sein. Er hält einen Fußball in den Händen, der sehr schwer zu sein scheint. Eigentlich wiegen Fußbälle aber nicht viel. Das muss die Wassermelone sein. Mason ging auf Expedition zur Antarktis. Sein Chef wollte, dass er ihm Fotos sendet, als Beweis, dass er auch wirklich da ist. Mason schickte ihm jeden Tag Bilder, doch als er von seiner Reise zurückkam, feuerte ihn sein Chef. Schau dir die Bilder genauer an. Was hat dem Chef daran nicht gefallen?
Mason sagte, er sei in der Antarktis. Doch in einigen Bildern kann man Palmen sehen. Kein Wunder, die Fotos waren gefotoshoppt. Und sein Chef wusste das. Mason war im Urlaub. Ein älterer Herr konnte sehr schlecht sehen. Er lebte mit seinem Sohn Mark zusammen, weil er Hilfe im Alltag benötigte. Eines Tages lehnte der Herr in seinem Sessel, als sein Sohn das Essen vorbereitete. Plötzlich hörte Mark Glas scheppern. Der Sohn rannte ins Zimmer und sah ein zerbrochenes Fenster. Er fragte, was passiert sei. Sein Vater sagte ihm, dass irgendein Mann mit dunklen Augen und dunklen Haaren einen Stein ins Fenster geworfen habe und dann flüchtete. Mark glaubte seinem Vater nicht. Warum nicht? Sein Vater konnte schlecht sehen und als das passiert gewesen sein soll, hatte er keine Brille auf. Er hätte weder den Randalierer noch seine Haare oder seine Augen sehen können. Savannah ging mit ihrem Mann auf Geschäftsreise. Am Abend fühlte sich die Frau nicht wohl und wurde ohnmächtig. Als Savannah ein paar Stunden später aufwachte, konnte sie sich an nichts mehr erinnern. Vor ihr standen zwei Männer und beide behaupteten, ihr Ehemann zu sein. Doch sie wusste einfach nicht mehr, wer ihr richtiger Mann war. Kannst du ihr helfen? Beide gingen auf Geschäftsreise, deshalb haben sie sich dementsprechend gekleidet. Der Typ im Hoodie sieht nicht formal genug aus. Ihr Mann muss also der andere Herr mit dem Anzug sein. Auch diese Frau, Susanna, kann sich nicht mehr erinnern, welcher ihr Mann ist. Sei doch so nett und hilf ihr. Es muss dieser Kerl sein. Sieh mal, er trägt einen Ring. Der andere scheint nicht verheiratet zu sein. Evas Eltern, John und Catherine, kamen ins Krankenhaus, um ihren Teenager abzuholen. Kannst du ausmachen, welcher von ihnen ihr Kind ist? Es ist das Mädchen. John und Catherine sind Evas Eltern. Eva ist ein Mädchenname und sie ist das einzige Mädchen hier im Raum. Esme geht wie immer im Wald laufen. Kurz vor der Abenddämmerung hat sie sich wieder einmal verlaufen. Sie irrte umher, bis sie an ein Hexenhaus kam. Das Mädchen streichelte die Katze, grüßte die Hexe und fragte sie nach dem Nachhauseweg. Zufällig nahm die Hexe zu der Zeit an einem weltweiten Mathewettbewerb für Hexen teil. Sie wollte unbedingt gewinnen und allen beweisen, dass sie die schlauste Hexe der Welt ist. Es gab noch eine letzte Aufgabe, die sie einfach nicht lösen konnte. Die Hexe versprach Esme, dass sie nach Hause gehen könne, wenn sie ihr helfen würde. Wenn nicht, müsste sie für immer im Hexenhaus bleiben. Hier ist die Aufgabe. Bilde 3 identische Quadrate, indem du nur 3 Streichhölzer bewegst. Du musst die 3 Streichhölzer nur dorthin schieben. Das funktioniert und Esme kann nach Hause. Thor bat seine Freunde, sein Passwort mit 3 Ziffern auf seinem Laptop zu erraten. Jeder von ihnen versuchte es mal. Die Antworten lauteten 357, 902, 907 und 954. Auch wenn keiner auf die richtige Zahl gekommen ist, erriet jede Person zumindest eine Ziffer, die korrekt war und an der richtigen Stelle stand. Knackst du Thors Passwort? Da von jedem nur eine Ziffer richtig erraten wurde, kann die erste Ziffer keine 9 sein. Sonst hätten 3 Leute die erste Ziffer richtig erraten. Dann gäbe es auch nicht genug Leute für die 3. Ziffer. Die einzige Möglichkeit ist also die 3 an erster Stelle. An zweiter Stelle kann also weder eine 5 noch eine 7 stehen. Es muss eine 0 sein. 2 Personen haben sie richtig erraten. Und an 3. Stelle muss die 4 stehen. Wäre es die 2, hätte jemand 2 Ziffern richtig erraten müssen, die 0 und die 2. Aber das haut nicht hin. Thors Passwort lautet also 304. Schülerinnen wurden für eine Aufgabe in 2 Gruppen eingeteilt. Storm, Dean und Brooke waren im Team Gelb. Elsie, Emma und Vera im Team Lila. Wenn wir dieser Logik folgen, zu welchem Team gehört dann Lexi?
Im Team Gelb befinden sich nur Leute, deren Namen eine Silbe hat, während im Team Lila nur Personen mit einem zweisilbigen Namen sind. Lexis Name hat zwei Silben, also gehört sie zu Team Lila. Atlas wurde im Dachboden eines alten Hauses eingesperrt. Es gibt nur drei Auswege und einer ist gefährlicher als der andere. Hinter der ersten Tür sind das Dach und der Boden aus Vergrößerungsglas gemacht und die Sonne wird jeden verbrennen, der sich dort hineinwagt. Hinter der zweiten Tür befindet sich ein Raum mit Giftgas und hinter der dritten Tür versteckt sich ein hungriger Löwe. Wie kann Atlas entkommen? Er sollte einfach warten, bis Nacht ist. Die Sonne geht unter und Atlas kann ohne Probleme durch den ersten Raum spazieren. Nun sieh dir mal Iris und ihre Freunde an. Max, Ginny, Josh und Ren. Wer ist wohl ihr Liebespartner? Es muss Josh sein. Schau mal, sie haben dieselben Tattoos. In einer dunklen Regennacht fuhr Dylan an einer Bushaltestelle vorbei. Dort standen drei Menschen. Eine ältere Dame, der es nicht so gut ging, ein Doktor, der schon vielen Menschen das Leben gerettet hat, und Selina, ein Mädchen, auf das Dylan schon seit Jahren steht. Unglücklicherweise gab es nur noch einen Platz im Auto. Was sollte Dylan tun? Er sollte das Auto dem Doktor überlassen, der dann die ältere Dame zum Krankenhaus fahren kann. Und Dylan kann dann an der Bushaltestelle mit der Frau seines Lebens warten. Charlie, Andy, Taylor und Alex sind alle miteinander verwandt. Doch eine Person hat nicht dasselbe Geschlecht wie die übrigen drei. Du weißt nur Folgendes. Alex ist weder Charlies Bruder noch Charlies einzige Tochter. Alex' Schwester ist weder Andy noch Taylor. Und Taylors einziger Sohn ist weder Charlie noch Andy. Kriegst du heraus, wer hier nicht dasselbe Geschlecht wie die anderen drei hat? Wenn Alex Charlies einzige Tochter ist, dann kann Alex keine Schwester haben. Das heißt, Alex ist Charlies Bruder. Wenn Alex Schwester Andy ist, ist Andy ein Mädchen. Aussage 3 spräche also dafür, dass Charlie Taylors einziger Sohn ist. Doch Alex ist Charlies Bruder, also gibt es hier einen Widerspruch. Demzufolge ist Taylor Alex Schwester. Taylor ist also ein Mädchen. Charlie, Alex und Taylor sind Geschwister und Andy ist Taylors Sohn. Keenan schaute fern, als ein Detektiv mit Durchsuchungsbefehl an die Tür trat. Der Detektiv sagte, dass die Stadtbank ausgeraubt wurde. Keenan sei der Hauptverdächtige. Der Mann antwortete, dass er an diesem Tag gar nicht das Haus verlassen habe. Er hätte gar nichts ausrauben können. Die Polizei fand zwar nicht das Geld, verhaftete den Mann aber trotzdem. Warum? Keenan meinte, dass er seine Wohnung gar nicht verlassen habe, aber schau dir mal seinen Kalender und den Kassenbon an. Die Daten stimmen überein. Das heißt, Keenan war an diesem Tag zumindest mal einkaufen und hat die Polizei belogen.